Hallihallo an alle, die jetzt schon da sind. Ich schau mal nach. Ein Charon, ein Fagwind und ein Millie. Alles schon da. Hallihallo. Ich fange gleich mal ein ganz bisschen früher an, weil ich Lust dazu habe. Aber wir rennen nur ein bisschen durch die Gegend, denke ich mal. Lied geht noch 3 Minuten und dann kann ich schon fast South Park anmachen. Ist ein bisschen sehr früh, aber wie gesagt, ich hab grad Bock drauf. Angeblich sind wir schon 2 Stunden über dem, nicht Maximum, aber über dem Wert für 100% das Spiel zu komplettieren. Von daher, ich habe so das Gefühl, wir müssten fast durch sein. Das Lied ist gut, aber laut gewesen. Njam. Jojo, Charon, ich weiß, du bist ja mit Administrieren beschäftigt. Kein Problem. Ich glaube, ich muss mal meine Firefox-Tabs ein bisschen aufräumen. Einige davon sind wahrscheinlich etwas veraltet inzwischen. Das kann ich mal nachgucken. Ist vielleicht ein neuer Manga draußen von dem hier? Warum habe ich Version 3 offen und es ist falsch? Wartet mal ganz kurz. Kapitel 55? 56. Low Quality oder wie oder was? Übersetzt oder warum? Abend Red Eyes. Hier gehen gerade sehr viele Fenster bei mir auf. Das nur, weil ich einen Manga nachgucken wollte. Verflucht seist du, Manga. Nein, Matze, wir sind anscheinend ganz kurz vorm Finale. Tut mir leid. Falls das nicht ganz deinen Geschmack trifft. Angeblich sind wir laut How Long to Beat sind wir 2 Stunden sogar drüber. Ich hab South Park, Moment, ich kann Steam mal kurz aufmachen, da steht's dann, ja. 23 Stunden, ich meine 22 waren es, bevor ich es vorhin nochmal angeschmissen hatte. 22 Stunden in South Park versenkt. Und How Long to Beat, ich schau's nochmal sicherheitshalber nach, war, meine ich, 22 Stunden für Completionist. South Park, The Fractured But Whole. Ne, gut, 24 Stunden für Completionist. Also, ich bin 1 Stunde vor fertig? Keine Ahnung. Also, wenn wir wirklich früh fertig sind und ich wollte jetzt noch ein bisschen durch die Stadt eiern, um vielleicht noch die eine Zeitfähigkeit freizuschalten, sodass wir mal bei den Händlern vorbeischauen müssen, vielleicht um dieses Erinnerbieren-Mousse zu finden. Ich kann ja fast jetzt schon rüberschalten. Dass wir dieses Erinnerbieren-Mousse finden und bei Mr. Freeman dann die letzte Fähigkeit, der dritte Fähigkeit, wahrscheinlich nicht mal die letzte Fähigkeit, aber dass wir danach dann die Story fast schon fortsetzen, weil ich wollte jetzt nicht wirklich alles 100% komplettieren, so ist es nun nicht. Aber das muss nichts heißen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht noch genug zu tun haben. Danach funktioniert South Park erstmal nicht, weil es abstürzt. Finde ich gut. Wie wär's, wenn du das Spiel ganz normal startest, Spiel? Das wäre richtig cool von dir. Fände ich echt chillig. Ansonsten für heute Abend. Ich bin mal so egoistisch an meinem Geburtstag und sage, ich möchte irgendwas Chilliges machen. Je nachdem, wie weit wir heute kommen, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Vielleicht mal wieder eine Expedition. Kanada ist auch möglich, wobei Kanada auch immer so ein bisschen Stress ausartet am Ende. Nee, ich weiß nicht. Mal kurz sagen. Lädst du weiter, liebes Spiel, das wäre nett. Und dann nächste Woche können wir mit was anderem am Freitag anfangen und dann am Samstag wieder mit Divinity weitermachen. Worauf ich mich auch schon wieder sehr freue, muss ich sagen. Tada. Ich entschuldige mich für den Schlumbumchen-Look. Ich werde nach dem Stream wahrscheinlich ganz gemütlich noch eine Dusche nehmen, aber das wollte ich mir für danach aufheben, weil ich jetzt schon weiß, dass ich nach dem Stream wahrscheinlich wieder voller Kopfschmerzen irgendwas zum Entspannen brauchen werde. Setzen wir fort. Wenn es dir schwerfällt, Kämpfe zu gewinnen, dann versuche einfach besser zu werden. Hey, das ist doch mal ein teuer Tipp, oder?
Wir sehen uns. Tschüss. Darf ich vorstellen, der neue Kappe. Wir haben also frei schon mal ein Kostüm zu entwerfen. Ich nenne es der geheimnisvolle Gentleman. Nicht mein bestes Werk, aber ich finde es gar nicht schlecht. Das Ironische ist, dass diese Augenmaske wirklich sämtliche Arten von Accessoires schluckt. Ich kann nicht mal die Augenklappe aufsetzen. Die wird von der Maske überschrieben. Ich meine, wie cool wäre das, wenn ich eine Augenklappe aufhaben könnte, während ich so eine Maske habe? Jetzt bist du einfach nur ein einäugiger Bandit oder so. Moment. Habe ich eine andere Maske da, wo das nicht zutrifft? Sowas zum Beispiel. Hallihallo, Tim. Ja, heute war mein Geburtstag. Deswegen sind die anderen gestern Abend auch so ausgeflippt noch. Hier sieht die Augenklappe sau cool aus mit einigen Sachen. Zum Beispiel da. Aber warum kann man nicht da eine Augenklappe drauf tragen? Ich meine, kommt schon. Man sieht beide Augen relativ gut. Es ist nicht so, als würde man eine Maske drumherum tragen, wie hier mit den Augen schlitzen. So. Ah ne, nicht Kräfte. Artefakte wollte ich nochmal schauen. Wie gesagt, falls... Es ist ein bisschen früher angefangen, aber ich will erst ein bisschen durch die Gegend watscheln und mich noch ein bisschen umsehen. Geschweige denn den Charakter noch etwas einstellen, weil ich habe gesehen, dass wir noch kleine Artefakte reinstecken können, die ich ganz vergessen habe einzusetzen. Zum Beispiel hier die Herrschaftsspitze. Offenbar ein Bohrer mit mehreren Kreissägenblättern drauf ist, was irgendwie ein cooler Gedanke ist, finde ich. Und für den Slot hier, Moment, was bringt der mir nochmal? Status-Effekte und ich glaube Ultimate-Erholung. Und das Ding bringt mir Rückstoßschaden und Ultimate-Erholung. Gut, dann wahrscheinlich den hier austauschen. Ja, plus, minus. Wir bekommen plus auf alle Werte, von daher kommen wir auf 750, was ich gut finde. Ich danke dir sehr dafür, Tim. Danke für die Glückwünsche. Hallo, Monsterlord. Nicht wundern, dass wir an einer anderen Stelle anfangen. Ich sag's gleich wahrscheinlich noch zwei, dreimal. Ich möchte einmal ganz kurz alle Läden ablatschen, nur um zu sehen, ob irgendwo vielleicht dieses, Ich hab neue Ware reinbekommen, schau dich um. Das Kind mit dem tödlichen Rektor. Erinnerbeeren-Gelee zum Beispiel verkauft wird oder irgendwas anderes Cooles, man weiß ja nie. Dann können wir uns damit noch eindecken, bevor wir dann weitermachen. Hallo Trottele. Kriegswelpe, der ist etwas schlechter inzwischen. Okama Traumbox. Hey, die steht doch bei uns im Zimmer zu Hause. Warum kann ich die nicht einfach da mitnehmen? Ein fortschrittlicher Nachfolger. Nachfolger der Okama Games 4. Los, drück den Abzug. Nein, noch nicht. Der Gegner mit vorinstallierten Chin-Pokémon Braun fasziniert. Oje, lass das nicht LeBraun hören, dass es in diesem Spiel eine Pokémon-Version gibt, die braun ist. Für $80. Nein, danke. Hey, Felu. Der gute Felu wird leider mir keine Gesellschaft leisten fürs Erste. Es ist ein bisschen... Naja. Wäre schön, wenn du hier keinen fahren lässt, Fußmaschine. Alter, der haut sich ja raus wie mit der Kalaschnikow. Da es preislich ein bisschen schlecht sein wird, für ihn hier vorbeizuschauen. Aber naja, was will man machen? Was ist, wenn ich irgendwas mit meinen Fürzen beschmeiße? Wäre irgendwie witzig, wenn hier der ganze Laden anfängt loszuballern, weil ich mit den Fürzen um mich schmeiße. Naja. Gut, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass im Waffengeschäft hier was zu essen zu kaufen ist, in Form von Gelee. Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Oh, hallo, du mir kommst bekannt vor. Aha, ich dir auch. Pedosäbel, was? Strahlt super Abenteuer-Club-Hypnovellen aus, die der Kampfbereitschaft des Gegners mit überwältigender Pedomanie untergraben. Oh mein Gott, das ist der Pfannenwender von Chefkoch, als er vom super Abenteuer-Club hypnotisiert wurde. Wow, okay, das ist eine Anspielung. Das ist echt mal eine Anspielung, Leute. Melli! Ich glaube, das ist ein bisschen nicht wenig Geld. Geschweige denn, dass es ironisch ist, als ich meinem Vater gesagt hatte, dass der Kollege nicht kommen kann wegen kleinem Auffahrunfall, meinte er, ja, sag doch mal, wie viel Benzingeld das kostet, dann kannst du ja mal zu ihm runterfahren. Ich glaube, Philo müsste auch erstmal seine Bude halbwegs aufräumen, habe ich so im Gefühl, sagen wir einfach mal, bevor ich spontan bei ihm reinschauen sollte. Das ist aber ein Artefakt-Slot, oder? Aber $80, nee, ich will es nicht riskieren. Weil ganz ehrlich, nachher kostet das Item, was ich brauche, auch so viel Geld.
Warum habe ich bloß Ja gesagt? Und dann habe ich das Problem, dass ich die Enerbär nicht mehr kaufen kann. Konnte ich hinten in den Abstellkammer? Ne, gut, dann nicht. Nimm die Webcam mit. Ja gut, den Fernseher hier, den haben wir eh nicht so. Lasst schwule Fische schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Oh, die schwule Fische-Diskussion schon wieder. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Alter, hör auf zu labern! Zu verstehen. Weißt du, was auf zu labern! Oh mein Gott, und mit PC Principal. Ist der wieder da? Können wir wieder was lernen? Oder? Den Fernseher haben wir eh nicht groß benutzt. Beziehungsweise, wenn er lief, dann, naja, kann auch du mit Stream setzen. Mutiger, und so. Was du auch bist. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Hallo, PC Principal. Ah, ich kann meine Ad nie ändern. Nein, danke. Ich bin gerne ein. Ich Kappe ist gerne ein stolzer Tibetaner, finde ich. Das ist sehr gut. Hey, Fisch. Ich mach sonst keine Bilder mit Fans, aber du hast meiner Mama auf ihrem Weg in den Himmel geholfen. Hallo, Fisch. Wuhu! Schwuler Fisch. Sehr gut. Oh Mann, was für ein gut aussehender schwuler Fisch. Und was ist mit dir, Aquaman-Verschnitt? Klar, jedes Kind will ein Foto mit Seemann. Ja, natürlich. Auf jedem Foto mit Kindern sollte Seemann drauf sein. Alle lieben Seemann. Dieses Bild wird viele Likes bekommen. Erster Tweet, es wird Seemann ausgesprochen. Wollte gerade sagen, wenn man jetzt schon ausrechnet. Ich habe nie über den genauen Wert nachgedacht, nur dass es halt nicht wenig sein dürfte an Kohle. Und wenn Fedo den ganzen PC halt noch mitschleppt, dann kann man das meistens ziemlich vergessen. Schade, ich kann nichts auf dem Mann, kann ich die Maschine so vielleicht knacken? Er hat mich auch gewundert. Laden? Nein, das zählt nicht als Laden. Aber hier steht noch was. Flussgeomorphologiebericht. War Randy hier drin zufälligerweise oder worauf soll das anspielen? Aber irgendwie passt Kappe mit seinem Outfit hier ganz gut rein, oder? Was denkt ihr? Sieht so vornehm aus. Ich würde dich ja gerne um den Drink bitten, Verbrecherschreck, aber ich habe noch dünn Schiss vom letzten. Vergiss es, außer ich krieg ein ungepanschtes Getränk für Erwachsene. Hey Hinterwäldler, ich glaube, du wolltest mich mehrfach verkloppen, oder? Gut, machen wir ein Bild zusammen. Daryl Weathers heißt der Gute. Also dann. Mit dir da. Nee, die ist nicht bei der Sache. Das lohnt nicht. Oh, hier können wir mit. Oh ja. Mich an mein Enkelkind. Na dann. Oh, wie heißt nochmal die in Anführungszeichen Dame? Blaze, genau. Oh, echt hübsch. Was mit dir? Nein, ich will einen Drink vielleicht haben, je nachdem wie teuer der ist. Nach hinten rein dürfen wir offenbar nicht mehr. Selbstjustiz macht durstig, was? Die Reiberute von Gargantua. Ich glaube, die hatten wir schon mal gesehen. Gin Tonic für $25. Nee. Expedition durch deinen Kleiderschrank überstanden. Juna, wie viele Tempel? Wie viel Ruhm hast du am Ende gehabt? Konntest du die Tierfälle gut in London wieder verkaufen? Das passt sogar irgendwie. Tierfälle im Schrank? Ja, wir haben das, darüber können wir reden. Unsere Kokosschnäpse werden mit natürlichen Kokos erhoben. Wenn du damit erwischt wirst, sagt der DJ, hat dir das spendiert. Wie viele wertvolle Schätze hast du in deinem Schrank entdeckt? Hast du sie dem Museum gespendet oder hast du sie teuer auf Auktionen mit eBay verkauft? Naja, du musst uns helfen, den Kunden der Basis der Freedom Pals zu foltern. Naja, machen wir noch. Wo willst du hin? Wir haben ein Date! Nein, haben wir nicht. Und ihr seid ein bisschen unterlevelt. Könnt ihr euch noch machen für die Sammlung, aber. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Wie wär's mit Kinderspeisekarten, was zu bestellen? Wäre das nicht mal ein Anfang? Kann ich hier gar nichts kaufen?
Nö, okay. Ein Container der Kleiderspende ist voll. Keine Ahnung, jetzt muss mir Melly sagen, ob das zu viel oder zu wenig Klamotten ist. Ich habe hier meinen einen Schrank, der ist voll genug und das muss reichen. Nee, da oben kann ich nichts machen. So, Moment, ich bin jetzt da. Da drüben ist das Raisins. Im Raisins müsste ich aber auch was kaufen können. Ich meine, das ist eine Bar. Das ist eine Bar. Mitch, Connor oben auf den sozialen Netzwerken. Meinung über Bürgermeister erreicht rekordtief. So, wollt ihr jetzt Fotos haben? Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Oh Gott, danke für... Sorry, mir gefallen nur... Okay, man muss also aktiv die Klasse auswählen, damit man mit den Herren... Entschuldigt, trotzdem ein Foto machen kann. Hm, schade. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Ja, viel Trinkgeld geben, darauf kommt's an. Wir haben neue Sachen, Arschloch. Moment, was? Hier kostet das Ding 400. Hat das Ding beim letzten Laden auch 400 gekostet oder ist Raisin einfach nur scheiß überteuert? Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Vielleicht, weil die mir jetzt feindlich gegenüber gesinnt sind. Vielleicht wollen sie deswegen mehr Geld haben von mir. Danke, Monsterlord. Ich habe auch Schiss. Wir sind so schwul. Was ist das da für ein Bild? Das sieht irgendwie so aus, als könnte man es abwerfen, aber ist es nicht der Fall. Da sind noch ein paar mehr Bilder, aber trotzdem. Na ja, schön. Das sind Erinnerbeeren. Oh mein Gott, Fieslinge. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere, am coolsten fand ich Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Womans unsichtbaren Jet? Oh ja, ich erinnere. Ne, ich kann die nicht. Willst du einen signierten Raisins Girl Kalender? Dann hol ihn dir. Oh mein Gott, gehst du wirklich einfach weg? Ich war noch nie so richtig... Na, das Einkaufszentrum ist eine Baustelle, da kann ich eh nichts machen. Ich könnte versuchen bei Tauli, Moment. Theoretisch müsste doch jetzt Tauli den Medical Fried Chicken leiten. Hallo Tauli. Tauli, willst du ein Selfie? Okay, klar. Lass dich bloß nicht von den Cops erwischen. Kein Ding. Hallo Tauli. Wuhu. Das Selfie brauchen wir, haben wir unbedingt gebraucht. Danke. Tauli wird dir auf Coonstagram folgen, versprochen. Meine Eskapaden, okay? Du bist ein guter Freund, Eric. Du bist ein echtes Handtuch. Entschuldige mein unprofessionelles Verhalten vorhin. Bei mir läuft's gerade beschissen. Kann ich den ganzen Laden wieder anzünden? Kann ich überhaupt irgendwas anzünden? Sieht alles so gut weggepackt aus. Das scheint mir wohl nichts zu bringen. Lass mich doch mal das ATM verkloppen. Du musst die Pflanzen respektieren, Alter. Will sie ja kaufen, okay, Alter. Wir haben einen Deal. Mit Miles. Cool. Bitte versuch nicht wieder den Laden abzufackeln, ja? Okay. Diesmal kann ich die Kamera nicht kaputt machen, witzigerweise. Willst du auch ein Foto haben, mein Freund? Okay, dann machen wir mal ein schönes Bildchen. Okay. Ja, der sieht überhaupt nicht auf Droge aus. Überhaupt nicht. Vielen. Hör auf, mich vor dem Chef blöd aussehen zu lassen. Blöder kannst du nicht aussehen. Warum ist Kappe ein blonder, schwuler Franzosen-Batman? Juna, warum nicht? Das musst du dich fragen in deinem Leben. Warum nicht? Kann hier nichts einkaufen? Naja, dann halt nicht. So, da unten sind keine Läden. Das heißt, ich kann eigentlich nach rechts gehen. Moment. Was ist das da rechts nochmal von uns? Ah, das Altenheim, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas kaufen können. Ich bezweifle es mal. Ansonsten könnte ich... Hier vielleicht über den Zebrastreifen, ja, über die Seitenstraße hier runter und dann bei der Abtreibungsklinik nach rechts gehen, um da die Läden zu erkunden. Dann müsste ich alle Läden durchhaben, bis auf Tweak Brothers. Und dann sehen wir mal, ob ich mit Glück irgendwo noch ein wichtiges Item kaufen kann. Danach gehen wir zu den Freedom Pearls. Au!
Wenn ich den Bart wegmache und er ist weniger Franzose, bist du dann zufrieden, Yuna? Moment. Es ist doch nur Franzose, weil er einen Bart hat. Gib's zu. Nee, das sieht blöd aus, weil nämlich die rechts und links die Ränder von dem Bart weitergehen, was ziemlich komisch ist. Nee, den hatten wir jetzt oft genug. Ja, yeah, Franzosen sind nie unrasiert. Franzosen sind nie unrasiert. So, das muss passen. Oh, Moment, hier war noch eine Katze. Da hinten, wenn ich schnell genug... Nee, ich muss von der Mitte rangehen. Lasst mich durch! Ich bin ein zeitfurzender Arzt! Oder so ähnlich. Hier, yeah, Mietz. Genau, jetzt gehen wir durch die Hintergasse, wo wir ausnahmsweise mal nicht in den Hinterhalt gelockt werden. Ich glaube, wir können auch in der Postfiliale nämlich auch noch was machen. Was? Oh, hier war noch gar nicht drin anscheinend, weil das Bild hätte ich gesehen. Twilight, Waito. Twilight, Waito. Das sieht irgendwie knuffig aus. Das ist der nächste Animationsfilm. Local Inventor hits big. Smuggler, what is Scuzzlebutt? Was ist das hier für ein Gebäude? Es ist... Ach, die Zeitung. Cool. Nee, hier waren wir wirklich noch gar nie drin. Moment. Das heißt, ich habe sie noch nie angefurzt. Oh mein Gott. Wer ist das? Du wünschst wohl, du hättest dein großes Arschloch nie aufgemacht. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Mehr Klassen? Noch mehr? Ich dachte, ich habe alle freigeschaltet. Der Typ sieht von vorne aus wie Captain Einsicht. Du solltest deine Kräfte nur für das Gute einsetzen. Falls das ein Cameo-Auftritt von ihm ist, dann ist es ein guter. Also den würde man so jetzt von der Seite aus nicht direkt erkennen. Und der sieht sich so verräterisch gerade um. Das könnte ein Hinweis sein, ja. Aber offenbar gerade noch nicht. Na gut. Heben wir uns für später auf. Jetzt gehen wir noch zur Post. Oh, hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Heilige Scheiße, ich hab die ganzen... Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Schreibschrift. Das könnte sein, Red. Aber ich habe gerade... Außer dem Ultimate habe ich drei Klassen aktiv. Wenn ich den Ultimate jetzt noch umstellen muss, damit das zählt, dann wäre das... na gut. Aber... I'm going postal. Ah ja. Wenn drei Klassen nicht reichen... Ich glaube einfach mal nein. Und das eine Selfie ist es mir jetzt nicht unbedingt wert. Das können wir erstmal lassen. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Oh. Hey, du Mensch. Hör auf zu gähnen, Junge. Predator-Streifen. Oh. Das können wir später mal benutzen. Eine Predator, Schlammmaske klingt cool. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Pupsen ist kein Spiel, lass dir das gesagt sein. Rück mir nicht so auf, du fängst dir gleich ab, mein Spiel. Alles ist kein Spiel, hört ihr? Alles. Alles ist ernst. Bitterer Ernst. Ich furze aus Ernst. Ich klaue aus Ernst. Seit die Krebsmenschen weg sind, habe ich eine Chance, Mitarbeiter des Monats zu werden. Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Interesse? Nee, wieso wirklich? Boombox-Anzug, das klingt cool. Jetzt könnte ich das Angebot kaufen für $30, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so sehr hinterher. Nochmals danke, Fer. Mir fehlen diese Krebsmenschen. Die wissen, wie man Produkte pusht. Nicht mal ein Spiel ist ein Spiel. Nein, ein Spiel ist auch ernst. Wolltest du noch irgendwas Bestimmtes? Noch eins? Warum nicht? Nee, du warst die Mutter von Wendy, soweit ich mich erinnere, die nicht mal zuhört. Das war sehr pflegelhaft.
Gott, wie auch. Ich sollte mal deine Eltern anrufen. Ja, versuch dein Glück. Ja, und hier oben war das Versteck. Habe ich da hinten den Kasten schon mal aufgemacht gehabt? Der ist gesperrt. Oh, Moment mal. Ich sehe da was, was ihr nicht seht. Aber die Sache ist, ich komme da gerade nicht ran, oder? Ich meine, das Rohr da schreit praktisch nach Analysieren für den Sandblaster. Aber das scheint auch irgendwie blockiert zu sein. Zumindest komme ich da nicht ran. Vielleicht ist es dieses Mal wirklich nur eine Attrappe. Aha! Kaputt gemacht. Oh, die armen Crackbabys. Das oben links sieht besonders süß aus. Obwohl das zweite von unten rechts hat auch mit seinem roten Auge so einen gewissen Killerblick. Ich weiß ja nicht. Okay. Solltest du nicht irgendwo anders sein? Ja, deswegen gehe ich ja gerade, weil es hier ziemlich langweilig ist. Ah ja, genau. Hier hat sie gearbeitet bei, dem Hof. Ich habe was Neues. Und für dein Äußeres besteht auch immer noch Hoffnung. Uralte Falten. Wir könnten Kappe noch ein paar Falten kaufen. Das ist eine Idee. Gute Wahl. Hängebacken, hohle Wangenknochen. Kinngrübchen. Ja. Das war doch mal eine hübsche Finanztransaktion. Bis zum nächsten Mal. Ey, das klingt so dermaßen bescheuert. Stell dir vor, du bist so an der Kasse und da sagt die Kassiererin, ja, das war ja mal eine schöne Finanztransaktion. Oh Gott, ich würde nie wieder, wenn ich die Dame oder den Herrn, ich will jetzt nicht sagen, es sind halt meistens Kassiererinnen, aber ich will jetzt nicht auf eine Dame runterreden, aber ganz ehrlich, wenn jemand, egal welches Geschlecht, ob er, sie oder in Form von KPS da sitzen würde und so einen Spruch loslässt an der Kasse, ich würde beim nächsten Mal gucken, dass ich dieses Kassierer-Ding nie wieder mich da anstellen würde, nie wieder. Wir könnten ein bisschen Geld spielen, theoretisch, aber nee, das lassen wir erstmal. Hoffentlich macht Tweakcrate nicht koffeinsüchtig. Kappe muss auch entsprechend seines Alters aussehen. Er hat einen Bart. Ich finde, das ist reicht fürs Erste. Bei der nächsten Umkostümierung können wir wieder gucken. Ah ja, das hier war der Secondhand-Shop. Es ist neues gebrauchtes Zeug eingetroffen. Neues gebrauchtes. Der Ozonanzug und der Blitzanzug. Aber nur so ein Bild von einer. Das ist nicht mal eine Sonne. Oh wow, Bling-Bling-Handschuhe. Nett. Das solltest du nochmal waschen. Und eine Ozonbrille. Und Moment. Das kostet aber $75, ne. Nekrotischer Götze-Rezept. Geschaffen aus gleich zwei von Randys besten Toilettenkreationen, um maximalen Würgereiz auszulösen. Mr. Hanky Bausatz. Das beliebteste Spielset zum Selberbauen ist zurück, um eine neue Generation von Craftern zu inspirieren. Dient auch als Zusatz für den nekrotischen Götzen. Okay, das heißt, das Rezept kaufen und dann wahrscheinlich zwei davon oder so. Ja, der Rest, der kann erstmal so bleiben. Haben eine Menge Crafting-Materialien. Oh, okay, ich mache ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Juhu. Mrs. Broflowski. Haben wir dich auch mal. Wie viele Influencer fehlen mir eigentlich noch? Nein. Hör auf, wütend zu werden. Das bringt uns alle nicht weiter. Beim letzten Mal konnte ich nichts mit der Leiter hier anstellen, oder? Ich glaube, da oben sind das vielleicht diese Handtaschen, wo ich das Ding hinziehen muss. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Oder muss ich einfach jemanden bespannen? Ich gehe mal hoch. Hallo. Dann halt nicht. Man, wie weit kann ich das Ding ziehen? Hallo. Keiner da, schade. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Ja, ist mir doch egal. Ihr doch auch nicht offenbar. Ich will nur die Handtaschen da oben beklauen. Die gehören doch niemandem, also muss doch nichts drin sein, was ich mir nehmen kann, oder? Aha. Stoffballen. Macht sogar in einem Laden wie diesem hier merkwürdigerweise Sinn. Maskeradenmaske. Das klingt irgendwie cool. Moment, die will ich mal ansehen. Wenn es eine Maske ist, müsste es ja hier drunter fallen, oder?
Oh ja, jetzt ist es ein schwuler Franzo. Jetzt ist das schwule Phantom der Oper. Obwohl, Moment, der hatte doch einen anderen Bart. Jetzt will ich ein Phantom der Oper haben. War das nicht so ein spitziges Bärtchen? Ich glaube, sowas in der Richtung war es vielleicht. Das können wir so lassen fürs Erste. Und ich glaube, das hier vorne, der gelbe... Oh mein Gott, ich sehe gerade die ganzen Film- oder Serienkostüme. Ich glaube, April O'Neil, Fred Feuerstein. Das könnte Popeye sein, aber gut, es ist eher einfach nur Seemann. Ich glaube nicht, dass es was Bestimmtes ist, nicht unbedingt. Ja, da unten die Fat Albert Mütze hatten wir schon gesehen. Das da oben rechts ist definitiv die Weste, die Junpei anhatte vorher. Nein, Quatsch. Da oben ist der Marsianerhelm, auch von den Feuersteins, glaube ich. Was haben wir noch? Das da oben ist die Jacke von Ash Ketchum. Das Kostüm, gut, das gibt es in Mittelalter, in Renaissance-Sachen, glaube ich, zuhauf oder in Industriezeitalter, glaube ich, in solchen Serien. Ich glaube, das hat sogar Bart Simpson einmal angehabt in einer seiner Folgen, wo er Mozart gespielt hat oder so. Was haben wir noch? Die Kleider von den Scooby. Ah, stimmt, links daneben ist die Klamotte von Daphne, jetzt wo du es sagst, und von Velma. Ah, gut gesehen, Red Eyes. Das wäre mir gar nicht so richtig aufgefallen. Weil die so unscheinbar sind im Vergleich zu dem gelben Overall, sag ich mal. Zumindest in meinen Augen. Und gut, natürlich dahinter, wenn man jetzt so betrachtet, ist das nicht nur Freds Anzug oder Freds Klamotte, Lendensturz, was auch immer, sondern auch der von Barney. Stimmt. Stimmt schon. Da haben wir die Kappe auch von Ash Ketchum, würde ich denken. Zumindest das Muster kommt mir sehr bekannt vor. Gut, ich lasse die Leute jetzt einfach hier mitten im Laden stehen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Klamotten für Guatemala. Jupp, die sehen sehr, sehr nützlich aus. Der Schal. Also ganz ehrlich, sagt mir, was ihr wollt, aber guckt euch mal den Schal an, der da hängt, mit der Klaviertastatur drauf. Das ist cool. Moment. Ich das will ich googeln. Gibt es sowas wirklich? Das muss es eigentlich geben, oder? Aber der Gedanke ist sau cool. Moment. Was ist nochmal? Piano Scarf, glaube ich, wäre es am ehesten, oder? Das ist cool. Das ist mal saugeil. Moment. Ich weiß, dass es jetzt wieder Bilder einblenden ist hier im Stream, aber heilige Scheiße, die Idee gefällt mir. Moment. Sieht so simpel aus, aber trotzdem. Na, ich darf ja keine Gesichter theoretisch einblenden, das lassen wir lieber. Momentchen, hier, Bild. Speichern, Desktop, ja, Desktop ist okay. OBS. Das an der ersten Umkleide könnte Miles Edgeworth sein. Wie gesagt, das an der ersten Umkleide, diese Klamotte, die gibt es in nicht wenigen Fällen. Das ist halt dieses übliche... ich sage nicht Künstler-Outfit, aber so ein bisschen etwas älteres Outfit, was man aus... Ich kenn's aus Simpsons. Das erste, was mir eingefallen ist, ist Simpsons, wie gesagt, wo Bart, ich glaube, den Mozart oder einen anderen dieser Musiker, klassischen Musiker darstellt. Moment. Bild. Der Name wird bereits verwendet. Verdammt! Ich hab so viele Builds. Nehmen wir halt Bild 1. Nein! Ah, ich habe das Bild wieder gefunden, aber das meine ich eigentlich gar nicht. Sekunde. Desktop. Hier. Also ganz ehrlich, sowas würde ich mir umlegen. Das hat irgendwie Stil. Das hat irgendwie Stil, finde ich. Das ist cool. Das muss ich mal merken. Das merke ich mir mal für später, würde ich sagen. Falls ich mir jemals einen Schal kaufe. Ich meine, ich habe, glaube ich, einen Bundeswehrschal drüben irgendwo im Schrank liegen. Und der ist verdammt gut, aber allein nur vom Stilaspekt her. Wie gesagt, da sieht das cool aus. Amerika-Tasche. Du hattest ja eh nichts für mich. Und der Pac-Man-Hut. Ja, gut, dann gehen wir raus. Durch den Selbstjustizler. Das ist Körperverletzung. Halt die Klappe. Ich tippe mal morgen. Freeman hat nichts für mich. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfindet. Maximales Wiederbelebungsserum. Oh, Baby. Und Taco Supreme. Ich nehme es zurück. Er hat wunderbare Sachen für mich. Die nehme ich doch alle gerne mit. Du bist in Ordnung. Nehmen wir noch ein paar davon mit. Weil hier kostet der Pedosäbel nämlich nur $80. In dem anderen war es, glaube ich, 400. Also der Preis variiert, wo man, je nachdem, wo man die Dinge einkaufen möchte. Flasche mit Orgasmuskraft, Gluten. Welches Level hat er nochmal eigentlich?
Oder wie viel Schaden hat... Nee, das wollte ich nicht. Das ist mir gerade egal. Wie viel Schaden hat mir Freeman eigentlich letztes Mal gemacht gehabt, als ich ihn bekämpfen wollte? Ja, weil ich will nur sehen, wie viele Lebenspunkte habe ich jetzt gerade? Wenn nicht, wirst du, wo ich das nachgucken kann. Hirn, Mumm, Gesundheit. 638. Er hatte eine Menge Schaden gemacht, aber waren es 600 Schaden? 760, mein Dreader ist gerade, okay. Velo One-Shot-Damage kann es in dem Sinne nicht sein. Ist halt die Frage, auf welchem Level ich mich befinden muss, damit ich es überleben würde. Wenn ich in der ersten Runde theoretisch auch jetzt zum Beispiel den Zeitfurz benutzen würde, um das direkt zurückzustellen, wäre das auch wieder so eine Sache, wo man dann theoretisch über Überleben mal nachdenken könnte. Ich meine, gut, wenn wir jetzt mal gerade mal da sind, warum nicht? Wenn wir das Spiel danach beendet haben, dann werde ich nicht mehr hierhin zurückkommen. Von daher lieber jetzt einmal testen, als gar nicht mehr. Ich bin schon wieder unten angekommen von den 10 Speierslots. Ha, das ging schnell. Wer könnte besser Morgan Freeman bekämpfen als Homo Kappe? Moment. Hey, ich will hier durch. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Du schaufelst dir dein eigenes Kram. Alte Klappe. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Okay. Vom Team her würde ich trotzdem lieber einen Spotter dabei haben, aber wieder mich mehr auf Fernkampf verlassen. Deswegen nehme ich mal zwei Spotter rein. Mit Colgall und Super Craig. Ich tippe aber einfach mal, der Kerl ist immun gegen eine Menge Zustandsveränderungen. Von da, ob man den einfrieren kann, ist jetzt die Frage. Mein Controllen garantiert nicht. Einfrieren? Fragezeichen. Ansonsten könnte man einfach in eine CC, also Crowd Control heißt es in WoW, eine Kontrollkette packen. Das ist praktisch einfrieren, spotten, verlangsamen, solche Dinge, dass ich das mit ihm anstelle. Dann müsste ich immer nur Eisfähigkeiten reinnehmen und ich hätte gewonnen. So einfach wird es nicht sein. So. Du glaubst, deine Fürze sind übel, Kleiner? Tja, das beurteile immer noch ich. Sicher, dass du... 700 Schaden habe ich da, glaube ich, gerade gesehen. Also... Bereit. Gott sei Dank! So. Hau rein, Neuer! Dann lass mal sehen. Morgan Freeman, maximale Lebenszahl. Er hat einen Nahkampfangriff, er hat seinen Killerfurz, der 700 Schaden macht. Das will ich garantiert nicht auf einer Seite stehen. Und irgendwas, was überall treffen kann. Irgendein Angriff. Immun gegen Bezirzen, Verwirren und Einfrieren. Ich hab's doch gesagt. Richtet in einem großen Bereich schweren Schaden an, geht gerne in Deckung und pustet deine Deckung weg. Kann außerdem alle Richtungen angreifen, setzt Flächenangriffe oder Rückstoß gegen ihn ein. Okay. Hält mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Okay, mache ich. Mach erstmal unsichtbar. Das gibt garantiert eine Farbe. Die Musik ist cool. So viele, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja! Super Craig, glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Mit Debuffs Arbeit macht auf jeden Fall Sinn auf Dauer, würde ich sagen. Mit Sturm zieht auf! Oh, das hat er alles von mir. Den frage ich als Nächste. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ihn auch blockieren, theoretisch, wenn ich jetzt taktisch wieder denken sollte. Super gedacht! Ist dies das Ende von Morgan Freeman? Nein, ist es nicht. Nö, ist es nicht, natürlich nicht. Er muss es wissen, er ist Morgan Freeman. Ist ein Angriff auch über dich oder nur rechts von dich, dein Superangriff? Nee, nur in eine Richtung. Das heißt, er könnte die beiden ausschalten, theoretisch. Aber nur die beiden. Bin doch einfach mal nett und pack Craig hier unten hin. Lass mal ihn machen. Egal, was gleich passiert. Denk dran, wer angefangen hat. Ah ja, okay. Er kann es natürlich bewegen und einfach seinen Angriff besser positionieren, als ich das hier mache. Von daher... Tweak hat nicht genug Lebenspunkte, um das zu überleben. Okay. Was für ein Buff hat er jetzt gerade oben? Achso, nee, jetzt bin ich mit Unsichtbarkeit. Ich dachte gerade, das Feld würde für ihn gelten. Okay. Kann ich auch nur aus einer anderen Position einsetzen. Das ist nicht so gut. Wenn ich ihn einkesseln würde. Ach, wann du willst. Jetzt zu
zum Beispiel. Mach jetzt! Ich frage, wie viel Nahkampfschaden er verursachen kann. Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf. Na, Wendy ist angeekelt. Hat jemand ein Kreuzer gerufen? Ich versuche mal, sich aus der Position hier wieder zu beleben. Haben wir denn maximales wieder... Ne, ich hab's noch nicht gecraftet. Nee. Na gut, ist egal. Du bist wieder online. Ich will aber mal schauen, wie das hier so abspielt. Er kann alle Richtungen angreifen. Das ist halt die Frage, wie viel Schaden macht er mit einem Angriff. Du hast immer zu tun. Aber jetzt muss ich sowieso einmal den... Ja, er kann sich bewegen, das ist das Problem. Ich muss sowieso einmal den Moses rufen, damit ich wieder voll bin. Ansonsten überlebe ich hier gar nichts mehr. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Moses! Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Hooray! Hallo! Ich bin dran. Ja. Das Blöde ist, du bist zwar dran, aber du kannst nichts machen auf der Position hier. Außer kotzen. Was jetzt noch Furz Cooldown oder wie läuft das jetzt bei dir? Du wirst morgen früh mir nicht wütend erleben. Das waren, glaube ich, dann gerade 900 Schaden. Okay, gut. Hier ist Kolgoi gefragt. Bei 900 Schaden brauche ich wesentlich mehr Lebenspunkte, um das zu überleben. Oder Defensive. Also wird das so nicht klappen. War zu erwarten, aber gut, ich gehe mal davon aus, man muss wenigstens 100 Macht haben auf dem Hauptcharakter, um da irgendwo eine Chance zu haben. Und natürlich eine sehr gute Taktik. War zu erwarten. Sieh an, da ist ja das... Naja, ich gehe ja schon. Bleib du mal da stehen. So, wie viele Läden habe ich hier noch? Firmenservice, Fotodojo. Stimmt, die Einkaufsmöglichkeiten werden ja auf der Karte markiert, von daher kann ich danach noch bei Tweaks Kaffee und beim Spielplatz vorbeischauen und dann nach oben abbiegen. Bibis Haus, was kann ich bei Bibi nochmal machen? Ah, ich glaube, da kann ich nochmal Frisuren und sowas kaufen, stimmt ja. Geschweige denn, bei Dr. Mephisto waren wir immer noch nicht. Was fehlt mir gerade noch in meinem Charakterbogen? Noch die ökonomische Stufe. Gut, das dürfte was anderes sein. Das dürfte das Minispiel in der Bank sein, vermute ich mal. Ninja ist auch da! Meine Güte! Leute, ihr seid anhänglich. Das war wieder mal knapp. Gehen wir ins Fotodojo rein. War ich auch noch nie drin? Nee, das Foto von Lord oben haben wir, glaube ich, schon mal gesehen gehabt. Ja, und die Fotowand hier. Stimmt. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Ja, das Foto von Butters. Und der Rest ist ziemlich egal. Gut, du weißt, wo du mich findest. Belo, ich habe übrigens eine ganz tolle Neuigkeit für dich. Dadurch, dass meine Familie damit gerechnet hat, dass du heute hier auftauchst, haben sie entsprechend mein Geburtstagsgeschenk oder die Überreste davon angepasst. Und ich habe jetzt hier zwei Gläser Nutella und eine große Packung Haribo liegen. Schade, nicht wahr? Sehr schade. Wen kümmert's, wer die Wahlen gewinnt? Die werden sowieso von den Echsenmenschen manipuliert. Echsenmenschen? Ich dachte, die Krebsmenschen hätten da bessere Karten, aber gut, dann halt lieber Echsenmenschen. Ninja, geh weg. Ich könnte auch noch ins Kino gehen. Ah, die blockieren Automaten. Na gut, dann kämpfe ich einmal gegen die. Damit komme ich klar. Hayabusa! Können wir wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil die Typen sind unterlevelt. Monster Lord, das heißt nicht, dass ich ihn nicht ärgern darf, auch wenn er nichts für den Unfall kann. Nehmen wir wieder ein bisschen. Klären wir das. Nehmen wir mal Mysterion rein zur Abwechslung. Toolshit als Heiler. Falls ich es denn brauche. Und wir brauchen noch den Ultimate Tupperdose. Von der Tupperdose einmal zu sehen. Auch den von Mysterion haben wir auch noch nie gesehen. Von daher versuche ich einfach mal die beiden Ultimates jetzt im Random-Kampf auszulösen.
Ich würde hoffen, Melly bekommt das noch mit, weil sie es auch unbedingt sehen wollte. Aber gut, dafür gibt es ja zum Glück die Stream-Aufzeichnungen. Los geht's! Ich werde Chaos Ehre machen! Los, Wunderarsch! Wunderarsch ist am Zug. Wer ist als erstes dran? Der hintere, glaube ich, ne? Ja, der da, sehr gut. Dann schnappen wir uns doch den mal zuerst. Du bist jetzt mein Diener. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! Schlag ihn! Hey! Auch wenn du auf unserer Seite stehst, Schwachmart, sag mal nicht! Ha, ah, stirb, mickriger Menschling! Das Witzige ist, er war mind-controlled, er war übernommen, aber wir haben ihn selbst rausgehauen aus diesem Zustand. Das war jetzt also sehr, sehr clever von mir. Hust, hust. Egal. Dafür kann ich ihn jetzt theoretisch mit einem schönen Wurf Bination. Doppelschraube! Ja! Ja, machen wir sie platt! Der war gar nicht mal so schlecht. Zeig keine Schwäche! Jetzt ist der hintere dran. Jetzt mal alle Gegner sind jetzt dran, okay. Die Armee des Chaos war noch nie so stark wie jetzt! Entropie! Du siehst nicht gut aus. Wie sich alle auf Toolshed. Ich hab mit dem Meth-Labor das. Nee. Obwohl, Moment, ist das eine. Gefackelt habt meine Familie! Nein, ich dachte, das wäre eine Fähigkeit, wo er. Wie heißt das? Gelöscht. Wer braucht eine Aufladerunde, es war eine verdammte Aufladerunde, schade. Es ist soweit. Hast du ihm gerade Alkohol gegeben oder was war das für eine Animation? Und damit würde ich eine Menge Schaden anrichten. Angriff aus dem Hinterhalt. Monsterlord, ich würde nicht den Teufel heraufbeschwören. Ich gehe mit unsterblichen Viertklässlern an. Tupperdose aktivieren! Ich kann nur groß tauschen, es sei denn, ich will hier irgendwo umhauen. Ach, das ist ein Tornado-Angriff oder ein Rundumschlag mit Rückstoßeffekt sogar. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. So, was machen wir als nächstes am besten? Was sagen wir, tauschen mit jemandem die Position, damit der Kerl da etwas außer Reichweite kommt. Hm, was jetzt? Mysterion steht da etwas ungedeckt, aber er kann nur von einer Seite angegriffen werden. Das ist relativ easy. Also wenn ich unseren Penner-Freund hier uns vorpacke. Hier drüben gefällst du mir besser. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Dann sind zwei Feinde nämlich vor uns, die Angriffsrunde des Gegners blockieren müssten, theoretisch. Vor allem, wenn ich einen davon einfrieren möchte. Deep Freeze! Überhaupt gibt ihn Saures. Mein Werkzeug ist bereit. Alle anderen sind ja noch voll, nur er ist am Brennen und hat leider viel Schaden kassiert. Aber solange die Reihen blockiert sind, sollte das okay sein. Stichwunden entdeckt. Ultimate 76%, gut. Der ist eingefroren. Der... Zurück, Passanten! Das Chaos wird das alles erledigen! Gegen Chaos bist du machtlos! Ich meine den da oben. Der wird jetzt versuchen, was zu werfen wahrscheinlich wieder, oder? Nein, hat Cooldown. Guter Tag, um mit dem Crystal aufzuhören. Das ist Alkohol. Du gibst es ein Kind, Junge. Tu nicht so, als wäre das clever. Mit der Peitsche kann ich hier auch nicht viel anrichten. Mysterion macht sehr viel Schaden, wie es aussieht. Und den Heiler hinten sollten wir vielleicht langsam mal ausschalten. Ja. Hier drin bekommt man kaum Luft. Keine Gnade. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Der war nicht schlecht. Wenn du kaum Luft da drin bekommst, mein Lieber, dann solltest du vielleicht, gucken, dass du das änderst. Stell mal einen Geschützturm auf. Sehr gut. Vielleicht ist dein Freund von Chaos. Du kriegst das hin. Ich könnte den Ultimate zum Heilen nehmen, aber wir wollen ihn ja eigentlich ansehen, von daher lassen wir es mal und ich übernehme einfach den Kerl hier für die Runde. Die sind im Arsch. Dann haut er nämlich niemanden kaputt.
Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Hier kann ich niemanden besonders clever heilen, also kann ich auch gleich lassen. Und die beiden wieder angreifen. Vor allem der eine ist ja jetzt dann K.O. Todesschrauber! Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Na, leider Brandschaden, aber ist überlebenbar. So, sehr gut. Davon erholt man sich nicht so schnell. Chaos ist unausweichlich. Oh nice, er geht auf den Mind Control. Damit sparen wir uns direkt mal eine Runde Schaden. Hier kommt Mysterion. Dann sehen wir uns erstmal jetzt den von Mysterion an, weil ganz ehrlich, ich bin irgendwie motivierter, den von Kenny anzusehen in Ultimate, als den von Token. Einfach weil fucking Mysterion. Und außerdem würde es den Kampf hier ziemlich gut entscheiden, würde ich denken. Ja! Der ist ja neutralisiert. Ah! Oh, und, oh mein Gott! GG, Leute! Scheiße, der Kampf war vorbei. Kämpft er dann als Geist weiter? Fucking Suizidattacke und er kämpft dann als Geist weiter. Ist das wahr? Alter, wie krass. Seine wahre Gestalt annehmen. Ja, als Geist. Hey, Buddy. Hey, Buddy. What's up, Buddy? Aber hier ist nichts Interessantes, wie es aussieht. Schade. Danke. Danke. Dann bleibt nur noch der Kaffeeladen und dann haben wir alle Läden durch. Einer von den E-Counter-Monster-Lord. Gehen wir mal hier hoch. Ah, hier schon wieder. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Naja, geht einfach weg. Gute Aktion, Schwachmat! Sind Superhelden nicht schon wieder out? Niemals! Aber ich denke mal... Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Hier drin gibt's auch nichts Neues zu kaufen. Du wirst unsere neue Ware lieben. Hier kostet er $80. Ne. Okidoki. Komm jederzeit vorbei. Wir sind immer hier. Vielleicht finden wir später noch automatisch die Erinnerbeeren, das Gilet davon. Je nachdem. War im Kino noch irgendwas? Ich meine, ich hatte hier noch nicht alles tun können, weil uns die Fähigkeiten gefehlt haben. Ja, da oben ist zum Beispiel Yahweh. Und das Bild sieht jetzt schon sehr interessant aus. Moment. Ich sehe da was. Kann ich auf den Sitz da klettern und nämlich den Hut katapultieren? Das wäre die einzige Möglichkeit, die mir gerade so richtig auffällt. Ah, Moment mal. Genau, da haben wir's. Eine Runde fliegen! Dann mal los! Daneben! Ah. Versuchen wir es nochmal! Ich muss früher loslassen. Die Tasten sind ja wesentlich gnädiger beim Drücken. Zu früh? Nee, ich habe zu früh gedrückt, sehe ich gerade. Hui. Okay, das ist neu. Normalerweise lasse ich zu spät los. Startbereich! Ja! Wow, wow! Sehr gut. Ja! Quinstake! Butter. Oh mein Gott. Ich will mir nicht vorstellen, wie das in Real Life aussehen würde. Ah, muss es ja nicht. Hauptsache ist auf dem Smartphone im Hintergrund drauf. Passt, ciao. Hinauf aufs Kinodach. Sehr sicher für uns. Darauf wette ich. Perfekt, wir können sogar direkt hier oben runter hüpfen. Oder wir können darüber hüpfen. Noch besser. Ohne zu sterben, bitte. Wie machen die das nur? Das hast du wirklich drauf. Ciao, bis dann. Hey, willst du mich wieder runterhelfen? Ja, nur Crafting-Kram. Und hier drin, Tweak Brothers. Ah, so kommen wir in den hinteren Bereich des Ladens, wo wir nochmal Yahweh haben. Geile Sache. Quick on Crack. Sellen, knuddeln. Im Lautsprecher war noch ein Riss, habe ich gerade eben gar nicht gesehen gehabt.
Entschuldigung, in welchem Lautsprecher? Ah, ich glaube, es ist viel zu spät dafür. Muss gleich nochmal reingehen. Moment. Wir müssen uns unseren Weg hier raus erst frei basteln. Was ist eigentlich mit dem Ding da oben? Kann ich irgendwie eine Leiter verschieben gleich oder so? Hallo? Wollte gerade sagen. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Na, wenn du sagst. Diabetes Schmetterschlag! Ja! Weil er baut mir jetzt keine Brücke damit. Wie komme ich da oben ran? Ist ja irgendwo ein Lüftungs... Ja, da hinter dem Ding hat sich ein Rohr aufgetan. Damit kann ich es rauspusten. Okido. Toolshed ist da! Brauchen hier sehr viel Verbündetenunterstützung. Perfekt. Arschgeiler Arsch! Das hat schon irgendwie was mit dem... Ach... Mit dem Metamaß abzuhauen. Irgendwie stylisch. Ja genau, nehmt euren Drogenkaffee. So, mit dem Lautsprecher war ein Riss. Vielleicht fällt es auch runter, dann muss ich nicht wieder raufklettern. Das wäre praktisch. Ah, da. Ja, Tatsache. Nee, ist Schrott, der da oben liegen geblieben ist. Dum, dum, dum. Ich hoffe einfach mal, der ist nicht so wichtig und gehe trotzdem rauf. Machen wir nochmal die schwierige Springeinlage. Startbereit! Ja. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Für einen Glassplitter. Danke, Red Eyes. Das war echt toll, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Für einen Glassplitter. Das hat sich echt gelohnt. Achso, die Freundchens von Chaos. Bereit? Okay, geschafft. Bis dann. Tschüssi. So, dann gehen wir zurück zu den Freedom Pals. Schauen wir mal, wie die Kampagne weitergeht. Es kann eigentlich nicht mehr viel fehlen. Ich denke mal, es fehlt noch ein riesengroßer Bossfight. Weil ganz ehrlich, der Kampf gegen den dunklen Gott, der war auf jeden Fall cool. Aber der gegen Mitch Connor in Anführungszeichen war nicht ausreichend für einen finalen Bosskampf. Auch wenn es gegen Cartman war. Da fehlt noch was. Lasset mich hinein. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Du wirst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Wieso ich schon das, wieder? Was willst du damit machen? Und Namen Darkness. Willkommen Zeit. Zurück. Folter bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Aha. Ich sollte also beim Essen. Oh schon, nein. Ich hab keine Angst. Was sollen wir denn essen, Leute? Ein Burrito. Oder vielleicht Brokkoli. Oder einen Tintenfisch. Oder einen Hotdog. Wahrscheinlich ein Chili-Hotdog mit schön mit Zwiebeln. Oder Spargel. Also. Die Musik im Hintergrund, hört mal. Verdammt, da war der Soundcue nicht richtig. Was essen wir denn Schönes? Tintenfisch. Ja gut, der Tintenfisch ist ja noch am ehesten die Anspielung auf die Folge mit dem Human Centipede. Von daher... Kann ich den Gedanken auch nachvollziehen. Tintenfisch, ich mag ja Lachs lieber. Ja. Seht ihr? Macht mir gar nicht. Wie wär's damit Brokkoli? Ich mag Brokkoli. Brokkoli hat unverdient einen schlechten Ruf, finde ich. Finde ich auch. Ach, scheiße. Nein.
Kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. So läuft das nicht, mein Lieber. Sparte, das wird ganz schön übel riechen. Ah, nein, nein, nein. Nö, macht mir gar nichts aus. Noch ein. Oh. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Oh, nein! Nein! Ist diesen Chili Dog nicht? Das ist kein Chili obendrauf. Nein! Oh, das ist echt ekelhaft, Leute! Ja, ihr könnt gleich aufgeben. Die sind. Warte, Leute! Oh Gott! Oh, die Katzen! Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das geht, Labor. Dr. Mephisto. Ja, Mephisto. Du bleibst hier. Bitch. So nicht, Alter. Hey. Alter, das ist ja ekelhaft. Wir hatten mit dir schon eins auf jeden Fall, ja. Kehre zum Hauptquartier zurück. Wir Freedom Pals gehen nicht auf, bevor deine Eltern nicht sicher sind. Finde ich gut. Ja, stimmt, wir haben noch einige Sachen. Ihr wollt ja die Klingen noch haben für die Viper, fällt mir gerade ein. Der Rest, den wir haben, ist nicht wirklich besser. Also lassen wir das. Danke. Thank you, buddy. Ja, danke für die Hilfe, Wunderarsch. Mitch Connor ist so ein Schwanz. Ja, ja. Ich könnte demnächst deine Hilfe brauchen. Ich melde mich. Ich werde den Kopf ab jetzt mit anderen Augen sehen. Was geht, Freedom Pal? Ich habe auch schon gemeine Sachen getan, aber Mitch Connor scheint echt eine fiese Socke zu sein. Ist das Otherworld Spiral? Okay, sie haben offenbar eine... So ein... Oh, wie heißt das nochmal? Nicht Verdeck. Ich glaube, so nicht Abdichtung, aber so ein Außenrohr hier genommen und... Das ist zu einer anderen Art von Spirale erklärt. Ah ja, okay, Spiel. Na gut. Sah irgendwie so aus, als könnte ich es beeinflussen. Wenn wir jetzt zum Genlabor gehen, dann brauchen wir definitiv neue Ausrüstung. Wir können nicht mehr so leger herumlaufen. Kreuzfahrerhaube? Warum ist das bitte schon ein Kreuzfahrer? Das für Vigilante sein irgendwie, oder? Das sieht ziemlich serious aus, ja. Da können wir sicherlich irgendwas draus machen. Moment. Mit seinen Krallen. Was haben wir noch? Die Augenklappe kommt leider nicht zum Tragen. Nichts hiervon kommt zum Tragen. Bah, wie unfair. Narbenwunde, etwas älter. Ja, uralte Falten. Wir machen Kappe ein bisschen älter, wenn ich kann. Noch ein Spinnenmuster drunter. Rückkehr des Vollbarts? Nee, nicht so wirklich. Stimmt, wenn ich es auf gelb färbe? Na, können wir drüber reden. Kommt in 3-Tage-Bart? Jawohl, wenn er noch die Altersfalten da hat, dann sieht das wirklich so ein bisschen so aus. Warte mal, aber dann brauchen wir wieder schwarzes Haar. Kann ich das irgendwie noch hier rausgucken lassen? Nee, aber da oben am Auge bzw. hinten am Nacken sieht man es so ein bisschen. Kappes Wuschelhaar kann man sicherlich auch unter der Kapuze gut verbergen, jawohl. Ja, das ist gut, das ist gut. Da sieht man so ein bisschen die Strubbel. Um Entkleidung. So, Wolverine im klassischen Sinne war, meine ich, ein gelber Anzug. Gelb und schwarz, glaube ich. Ah, wir können nicht so super viel ändern. Ich kann ihm einen helleren Anzug verpassen. Ja, machen wir noch einen helleren Gürtel draus. Weil, warum nicht? Und dazu die Maske. Wir können das Lila nicht ändern. Och komm, was ist das denn für ein Bullshit-Spiel? Da habe ich mich gerade so gefreut. Das sieht ziemlich beschissen aus. Finde ich gut.
Wir sind noch dabei, an unserem Kostüm zu arbeiten. Deswegen sind wir gerade ein bisschen ungewillt. Moment. Ich will trotzdem noch die Kapuze anpassen, weil es sieht dann doch etwas blöd aus, wenn ich die ganz dieselbe Farbe habe, merke ich gerade. Ja, das sieht besser aus. In einer ganz komischen Welt irgendwo sieht es vielleicht besser aus. Wir sind Captain Geschmacksverirrung, würde ich mal sagen. So, Dr. Mephisto, genau, da kann ich da den Schnellreisepunkt auf rechts nehmen. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Da haben sich die Entwickler bei dem Kostüm nicht ganz so sehr was gemacht. Ach, Spieler finden, toll, dankeschön, das war jetzt sinnvoll. Es war noch sinnvoller, ich abbreche. Schon wieder ein bisschen das Doppelfarben hat, auch dem auf die Kapuze? Moment. Kapuze habe ich das nicht gesehen. Ach, Tatsache. Warum hat das Ding zwei verschiedene Farben? Moment. Ja. Das ist so eine Art Kombination aus Batman und Wolverine. Also wir sind Wolverbat. Oder so ähnlich. Wolverine Bad Spider-Man. Läuft gut, Wunderarsch. Husch. Die Nase fängt wieder an zu jucken. Offenbar ist Melly wieder da. Wenn Melly jetzt schreiben würde, ist es ein super Timing, um meine Theorie zu bestätigen. Jedes Mal juckt meine Nase, wenn Melly gerade am Zugucken oder Denken ist. Das wär's. So, sind die eigentlich jetzt Feinde? Weil vorher hatten wir hier nie Gegnerkontakt. Na, ich muss nach oben. Ich muss den Pfad hier nehmen. Jawohl. Melly ist im Discord. Ah, nett. Oh ja, hier ist eine Großversammlung. Hey, Wunderarsch ist da. Los, Wunderarsch. Kann ich euch helfen? Ja, hi. Wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Führung gebucht, ist gut. Werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Oh. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Okay. Wie lange noch? Immer noch etwa 6 Stunden. Okay, cool. Das wird so super. Also in 6 Stunden. Ja. Klar, Biscott. Ja. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, ah, hier kann ich nach links rübergehen. Okay. Kann ich irgendwo durch oder worauf wollen die hinaus? Oh Mann, und wie lange jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh, Ping, fuck. Ping, komm, spiel wieder mit. Wäre nett, wenn du es versuchen würdest. Kann Wolverbat irgendwo hier durchlaufen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, das Ding muss noch relativ. Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisens ausgeschöpft. Vorspulfunktion. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Deswegen sind wir also alt inzwischen. Wir haben die Zeit vorgespult. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir. Da beim Tor. Ja, sehe ich. Links. Kaum zu übersehen. Ja, ich sehe es. Wenn du in den Lüfter furzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Okay. Verändere die Zeit und lass es Tag oder Nacht werden. Oh, okay. Ja. Heilige Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl Nacht, Leute. Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen. Ah ja, kommt rein.
Zeitreisefurzen macht Sinn. Was haben wir hier? Heil-Items. Sphäre sublimer Einsicht-Rezept. Moment, Crafting-Rezepte so spät im Spiel könnten gut sein. Hallo, LeBraun. Artefakte. Vernichtungsüberkipper. Das sind sogar Upgrades, aber ich glaube, ich habe sie schon gecraftet gehabt. Atomkreuzer fehlt mir noch ein Teil für, aber ich weiß nicht, wo das ist. Genau hier, das wär's. 90 Energie, 90 Macht bringt mir das. Weissager erzählen von einer allwissenden Sphäre, die in der Lage war, das Schlachtenglück zu wenden und die nur von jemandem befähigt werden konnte, der mit übermenschlich starken Gedärmen gesegnet war. Man soll das Zeug am besten nicht trinken. Tada! Ich habe was Neues gelernt dabei auch noch, das wäre ganz nett. Ich kann nicht zufälligerweise auch Artefakte, noch immer diese Fakten. Artefakte craften, oder? Nein, kann ich nicht. Belu-Nachwirkungen vielleicht, nennen wir es so. Gib mir 44% Rückstoßschaden. Und das nur für minimale Kosten bei anderen Sachen. Das ist okay. Das ist okay. Man beachte übrigens die Ärsche, die sich überall auf seinen Schildern hier befinden, weil, wer sich erinnert, Mephisto hatte ein kleines Faible für Ärsche. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein! Hallo. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir! Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Wir sind sehr interessiert. Wow! Es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Ärschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas verpassen. Nein, natürlich nicht. Und die 4-ärschige Fledermaus. Bitte touch nicht alles mit deinen kleinen Fettfingern an. Ich kann sie nicht schlagen, verdammt. Das ist widerlich. Der 4-ärschige Pinguin! Entschuldigung. Er hat Arschschultern, Leute! Vorsicht mit diesen Fäkalpacken. Reduzier die Treibhausgase, Kind. Ich könnte dir helfen. Die 4-ärschige Kobra! Ich steck dich in einen Schutzbehälter. Oh, Alter! Entschuldigung. Nee, nee, alles verziehen. Na, geht's noch? Ja, ja, halbwegs. Bisschen, meistens, glaube ich. Und noch irgendwas Schönes. Was ist das da hinten? Das 4-ärschige Murmeltier oder woran arbeiten die beiden da? Denkt sich nur, bitte töte mich. Es gab hier noch nie einen Zwischenfall. Ich fühle mich absolut sicher. Okay, es wird einen Zwischenfall geben. Zwischenfall incoming. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los. Geil! Geil! Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Half-Life. Ein weiterer Vorteil. Oh mein Gott! Die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich.
Naja, es gibt einige Herren, die auf Ärsche stehen. Von daher würde ich mal sagen, das würde denen sicherlich nützen. Auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh. Oh, shit, ich glaube, das waren wir. Oh. Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Asche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Doch. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Mehr Asche. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Oh. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Oh. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig. Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gunner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechstklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Oh mein Gott. Ein Täter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Asche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Asche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Gehabt. Das ist ja noch nie passiert. Nee. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals. Glaubt ihr, könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's. Der Huhn. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Er ist ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Town. Yay. Arschkatzen. Many Ass Cats! Mephisto Tech. Okay! Ja, weil warum nicht? Ne? Weil warum nicht? So muss die Regel lauten. Okay, Mysterion haben wir jetzt gesehen. Also ich tausche ihn mal wieder. Ich glaube, spotten wäre hier auch wieder nicht schlecht. Deswegen. Versuchen wir ein bisschen mit Rückstoß zu arbeiten, so ein ganz Büschel. Die demontieren wir. Ajo, auf geht's. Tut mir leid, Kinder, aber wir werden wohl alle hier sterben. Macht nix. Katzenschwärme. Haben wir irgendeinen Countdown irgendwo? Irgendwas, was mich stören könnte? Ich hoffe mal, ich sehe mal. Nein, gut. Was kann ich mit meinem Zeitvorsitz eigentlich machen in Kämpfen? Nichts. Gut, ich kann nicht die Tageszeit ändern, um den Kampf einfach vorzuspüren. Schade. Da ist ein Kanister vor mir, den ich nicht in die Luft jagen möchte. Also lassen wir das lieber. Es gibt garantiert eine Narbe. Katze auf Angriffsvektor. Das ist nicht wenig Schaden. Ich habe jetzt gerade schon fast gedacht, sie würde die den Behälter in die Luft jagen. Frage ist, was ist da drin? Ich tippe mal, wie das explosiv ist. Jetzt werden Schurken genagelt. Was man falsch verstehen könnte. Ist aber nicht schlimm, jetzt kann ich es ausprobieren, weil ich jetzt nämlich beide in Reichweite habe. Und ich werde sogar die eine Katze da reinkicken jetzt. Dann sehen wir doppelte Explosion. Nice. Holzschlitzer! Bams! Yep, explodiert. Und wird angewidert raus. Wahrscheinlich irgendwie wieder mal Katerurin oder sowas in der Richtung. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. Könnte mit dem Arsch. Was ne Kacke! Also los! Zeit für Super Craig! Er hat leider keinen guten Fernkampfangriff, das ist das Problem. Ansonsten möchte ich das Ding auch in die Luft jagen. Du stehst hier oben denkbar ungünstig, mein Lieber. Kann ich die Katze spotten? Nein, kann ich nicht. Dann stellen wir ihn einfach mal hier hin und machen das Beste draus. Vektoren berechnet! Angriffssequenz beginnt!
Oh, Geschützturm aufstellen. Auch zum Blockieren. Nice. Ich empfange gerade komische Signale auf mein Smartphone, Leute. Offenbar will WhatsApp wieder irgendwas von mir. Komme ich gleich drauf zurück. Los geht's, Neuer! Entschuldigt, wenn ich während dem Stream ans Smartphone rangehe, aber die Leute, die auf mein Handy machen, die sind meistens wichtig genug, um dass ich direkt rangehen möchte. Meistens. Manchmal. Okay. Will ich irgendwas einfrieren? Ja, schon irgendwie. Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Welche Katze? Ich hab nur ganz kurz auf Abbrechen gedrückt und du brichst meinen ganzen Zug ab? Och, komm schon, Spiel. Naja, super schlimm. Die hauen sich jetzt praktisch gegenseitig alle um. Und ich sehe da links in den Kammern noch drei weitere Katzen, die vielleicht gleich rausgehüpft kommen, vermutlich mal. Ja, das schaffen wir doch. Wie wär's damit? Genau, mehr Katzen! Was hab ich gesagt? Oh Mist, naja, irgendwann lachen wir drüber, falls wir das überleben, was wir nicht werden. Sie wissen nicht mal, wie Ihr Labor funktioniert? Wen wundert's? Aber ich kann die Katze da hinten jetzt erwischen. Und zwar so. Zurück! Nice. Moment mal, damit würde sie wahrscheinlich den Behälter in die Luft jagen. Das lassen wir mal schön. Zug gelöscht. Eine Heilerkatze haben wir auch noch, na denn. Beziehungsweise Schutz- und Angriffsverstärkung. Nee, das gefällt mir gar nicht. Moment, dann rammen wir die mal da rein, damit wir noch ein bisschen mehr extra Schaden machen. Dann werde ich egaler sein. Ja! Geiler Schlag! Ich mach gar nicht mal so wenig Rückstoßschaden. Das sollte ich vielleicht ein bisschen öfter versuchen. Super Mac wird gestartet. Jetzt können wir den Ultimate mal zu Gesicht bekommen. Aber ich stehe halt ziemlich schlecht dafür. Das ist das Problem. Nee, ich weiß nicht. Da ist der von Craig jetzt gerade sogar um einiges besser. Weil der würde, glaube ich, alles auf dem Feld mit der Yowie Love erwischen. Bis dahin kommen. Dann soll ich mir vielleicht aufheben. Was machen wir denn nu? Ihr seid doch hoffentlich alle geimpft, oder? Ich sollte vielleicht mal die Vorschriften verschärfen. Oder lesen. Könnte beides helfen. Mal, die Katze vor mir ist jetzt gleich am Zug, ne? Ja. Na gut, gleich ist subjektiv, aber früh genug am Zug. Aber ich kann sie umhauen. Tausche ich mich einmal ganz kurz mit Craig. Damit ich ein bisschen besseres Blocken habe hier. Vielen Dank. Na, die kann nämlich nicht viel machen. Hau rein, Neuer. Welches ist jetzt dran? Die über mir, ne? Ja, perfekt, genau. Und Monsterlord, wo du es eben noch geschrieben hattest, ich glaube nicht, dass Schutzbehälter eine Anspielung auf Schrödingers Katze war, sondern einfach nur darauf, dass der Typ so stinkt, dass man ihn einschließen sollte. Ich glaube, das war der Sinn dahinter. Ich muss riskieren, hinter dem Ding zu stehen, auch wenn jetzt gleich wahrscheinlich dafür angeekelt kommt, aber dafür haue ich einen guten Heal raus. Ich hab, was du brauchst. Das war wohl das Aquarium. Wieso lässt sich das von hier steuern? Ich bin dran. Oh yeah. Ich kann nicht alle ganz erwischen. Es sei denn, ich gehe hier hin. Muhaha. Zeit für Liebe. Erstaunlicherweise war das niemand, der hier im Chat ist, der mir gerade angeschrieben hat, sondern aus dem Raid. Und da der nicht in der Liste irgendwie ist, habe ich auch keine Einstellung für. Gut zu wissen. Führe Gefechtsprotokolle aus. Ja, das wird fast nie langweilig, Raiders. Da gebe ich dir sowas von recht. Allein schon wegen dem Song. Den liebe ich. Ja, wenn ich dann Knockback mache. Warum ist es jetzt gerade kein Knockback? Soll eigentlich in die hintere Katze reingeschleudert werden, oder? Versuchen wir es meistens, das, was ich am sinnvollsten gerade machen kann, gefühlt. Super Tornado aktiv!
Ja. Hübsch. Bist du sowas wie ein Cyborg oder ein Roboter? Oder? Seht ihr die geweiteten Pupillen und die verstärkte Speichelproduktion? Diese Vierascher werden langsam extrem aggressiv. Da seht ihr nicht allein. Mehr Katzen! Oh, das war nicht gut. Ah, da kommen wir die Angriffsverstärkung. Felus war übrigens der Typ, von dem ich dich grüßen sollte, falls du hier vorbeischauen solltest, nämlich Duppi. Aha. Jetzt kannst du gerne nochmal wiederholen, ob Duppi jemand Wichtiges ist oder nicht. Moment, welcher Gegner ist das vom Typ? Das schwarze Ding? Alpha-Katze. Alpha-Katze? Ja, da übernehme ich doch gerne die Kontrolle. Ich kann mir vorstellen, dass die gleich Schaden machen wird. Wenn ich sie nicht so weit vom Gegner wegziehe. Mhm, oh. Dann dürfte die, wenn sie jetzt runtergeht, hoffentlich auch einen Angriff bekommen. Oder da oben. Genau. So sorgt man für Schmerz. Jetzt wird genagelt, ihr Wichser! Die hintere gerade irgendwie mein Verbündeter, oder warum treffe ich die nicht teilweise? Keine Ahnung. Ich habe die komplette Bandbreite hier, ich kann alles treffen. Sinestra-Helden. Ja, ich kann Duppi zurückgrüßen später. Dann machen wir das hier. Du bist fällig! Ja! Oh, jetzt habe ich am Generator rumgefuscht. Das kann nicht gesund sein. Na, kommt die nächste Angriffsverstärkung. Ich sollte das Mistvieh schnell genug loswerden. Okay, los geht's. Nur wie, denn ich habe dafür nicht die besten Fähigkeiten parat. Kann eigentlich nur direkt verkloppen. Hier unten zum Beispiel. Wow, das war viel Schaden. Oh, ich sehe gerade was. Wenn ich weit. Ich komme nicht weit genug ran. Ich hätte mich nach links stellen können, ein Feld dorthin und Rückstoß machen können. Das hätte sehr viel Schaden gemacht. Aber hier. Kann ich die Heilerkatze da hinten rausholen? Ja, die verblutet jetzt sowieso gleich. Okay, dann lassen wir das. Dann stelle ich nur einen Geschützturm auf und beschleunige das Ganze ein bisschen. Ah, direkt hier. Jawohl. Togel macht keinen schlechten Job, aber ich bin nicht so der Riesenfan von ihm. Es geht vielleicht noch ein Tickchen besser an einigen Stellen. Ich denke mal, ich friere jetzt mal die Alpha-Katze ein, obwohl noch mind-controlled oder nicht? Ja, die ist noch mind-controlled, wunderbar. Dann frieren wir doch mal das Ding da ein, damit ich dann gleich mit Toolshed vielleicht zum Heilen komme. Zeit. Schlag für Schlag zum Sieg! Ich hol mal mein Werkzeug raus! Werde ich nicht rankommen ganz. Schade. Habe ich irgendwas anderes Sinnvolles? Nö, habe ich nicht, ne? Nein. Ich kann nur ein ganz bisschen heilen hier vorne. Obwohl es Craig viel eher brauchen könnte. Das wäre selbst Idiotie. Wäre ein Knockback. Ne, dann heilen wir lieber. Erledigen wir das, oder was? Hier, bitte, Token. Machen sogar Ansagen, welchen Charakter es trifft. Das habe ich vorher noch gar nicht gehabt, glaube ich. Das ist eine coole Sache. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Das heißt, wenn ich die Katze jetzt umhaue, dann wird die Alpha-Katze wahrscheinlich gleich auf Clyde einhocken. Craig, meine ich. Das ist wahrscheinlich besser, wenn ich einen Spot setze. Räuber kam's. Und dafür ein Schutzschild auf mich aufbaue. Super Mac, Upgrade bereit. Warum macht er nur in zwei Richtungen? Ich will's schon. Moment. Das muss ich jetzt mal testen, weil da wird nur angezeigt, dass ich auf dem Feld, wo ich mich befinde, das mache. Selbst wenn ich jetzt nur die Katze daneben mit treffe, die Alpha-Katze, das ist vielleicht wert. Aber ich werde es mal testen, was jetzt der Ultra Mac macht, der Tupper Mac MK3. Und damit haben wir jede Superkraft einmal eingesetzt und ich habe keine Schießen bekommen.
Okay, ich kann den wohl jetzt einsetzen. Mit A. Und nochmal. Ah, ich kann die Raketen so steuern. Ja, das ist nice. Mach's doch. Und achte darauf, wo die Rakete rausgeschossen wird. Wie viele Schüsse habe ich frei? 3 Schuss. Okay, 3 Raketen. Der ist praktischer als ich dachte, der Ultimate, aber wird nicht gut dargestellt vom Symbol her. Ich muss meine Moses-Heilung langsam ein bisschen zurückschrauben, Leute. Ich habe nicht mehr so viele Macaroni-Bilder. Das kann ich nicht unendlich oft machen. Ich glaube, ich habe gerade mal noch eins Inventar und dann ist da Ende mit fürs Erste. Ich kann die Alpha-Katze nochmal übernehmen. Dann habe ich die für diese Runde auch erstmal wieder von der Hacke. Bam. Das Superheldenzeug scheint dir zu gefallen, Herr Neuer. Na, Kidi Kidi mit vier Arschen, Kidi Kidi. Ja, dann bist du halt verlangsamt, macht nix. Ja, das ist sehr clever von dir, Kätzchen. Dankeschön. Sehr clever. Oh, jetzt hab ich am Generator rumgepusht. Na gut, dafür krieg ich jetzt langsam mal den Heal raus. Hier, Token. Du heißt aber auch Craig. Lüg nicht. Eklig, Alter! Wo war gerade sein Gesicht? Das sah irgendwie komisch aus. Ja, hey! Das. Super Craig, einsatzbereit! Aber wirst du verprügelt? Megafaustschlag! Gut gemacht, aber ich fürchte, ihr seid arschmäßig noch immer unterlegen. Stimmt gar nicht, wir sind 4 Ärsche gegen 4 Ärsche. Das ist gerade Gleichstand. Lüg nicht. Mephisto, du musst es mit dem Zählen nochmal üben. Super Tornado, Warnung! Erstaunlich! Wir könnten sogar überleben! Yeah! Blaue Narben, Glas mit Arschuhrtierchen und Geld. Was ein Level-Up? Meine armen Viecher! Wir müssen aus dem Labor raus! Vielleicht! Vielleicht können wir durch die größeren Räume! Hier lang, Kinder! Ja, durch die Sechsklässler-Räume. Muss ich die Sechsklässler jetzt bekämpfen. Halleluja! Ich geh nochmal zurück. Ja, war nämlich noch eine Tasche mit extremem Gegengift. Die sehen kaputtbar aus. Da ist nämlich gerissene Milz und gefriergetrocknete Stammzellen und Mutagen und alles Mögliche drin. Finde ich doch toll. Also mal gucken, ob man nicht irgendwas analysieren kann. Ich bezweifle es einfach mal ganz stark. Ne, kann man auch nicht aufmachen oder so. Und hier ist noch eine Tasche. Exothermischer Tacker. Na denn. Hab nicht wirklich erwartet, dass das klappt. Okay. Die Sechsklässler scheinen ein bisschen aggro zu sein. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Ah, Schule ist kacke. Eltern sind doof. Ja, Erwachsene sind blöd. Oh, shit. Schon okay. In der Turbahn sind wir sicher. Oh, die Turbahn geht nicht mehr. Jemand muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Ah, war blöd, den da zu platzieren, oder? Nee. Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. 1, 2, 3, ich nicht? Ich nicht. Sorry, aber du bist die einzige logische Wahl dafür. Natürlich. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Ja, natürlich bin ich am allen hier schuld. Was auch sonst. Wir werden die Tour nie beenden oder überleben, wenn du den Schalter nicht umlegst. Ich gehe halt ohne euch hier raus. Puh. Die hat sich nicht von mir streichen lassen. Miau, Katzen auf Instagram. Okay. Wow, das sieht hier drin irgendwie sehr, ja aus. Ah, Sechsklässler! Und Riesenarschgorillas. Gruselig. Gibt hier aber nichts zum Analysieren, wie es aussieht. Ah, grüne Suppe auf dem Boden, wo ich nicht durch können sollte, theoretisch. Gut zu wissen. Taumelnder Derwisch-Rezept. Der da ist ein Upgrade. Dieser Hochgeschwindigkeits-Refraktor für ultrabraunes Licht lieferte die optische Entsprechung eines so richtig ranzigen Furzes. Ah ja. Machen wir einfach mal einen davon.
Bin auf jeden Fall gut Crafting-Punkte. Welcher Slot war denn das gerade? Ein großer Slot? Oh, ich habe so einige große Sachen, die ich austauschen kann. Ja, nette Sache. Ich vertausche aber die Bonus-Verbündeten-Gesundheit leider dagegen aus. Das ist nicht so schön. Moment. Machen wir einfach mal kurz alles rein und schauen, was bei rauskommt. Also nur zwei große. WB Milli! Du hast leider den Ultimate von Token verpasst, aber ich bin bereit, ihn nochmal einzusetzen, weil so schlecht ist er gar nicht. Ja, das ist besser. 32% mehr Gesundheit, Basis ist irgendwie cooler. Und den kritischen Schaden behalte ich auch auf jeden Fall. Jupp, 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 jupp. Habe ich hier noch irgendwas Neues? Genau, das Trinkblas, genau, der ausbrechenden Jugend. Aber das will ich nicht haben, das bringt minus 1. Und der Rest, was haben wir hier? Triumph des Herzens. Die Beute eines epischen Schlagabtauschs mit Unmut, Erwartungen und anderen Ungeheuern. Oh mein Gott, Leute, Melly hat Essen. Vielleicht ist sie in diesem Jahr einmal nicht hungrig. Und das Jahr hat gerade erst angefangen. Oh mein Gott! Wir müssen uns jetzt schon ein Kreuz im Kalender machen. Das ging ja schnell. Moment. Leute, das ist ein denkwürdiger Tag. Es ist nicht nur der Tag der drei Könige. Es ist nicht nur mein Geburtstag. Melly hat auch keinen Hunger. Vielleicht, ganz vielleicht. Melly, wenn du es zu einem denkwürdigen Tag machen willst, dann hast du nachher keinen Hunger, okay? Das ist ganz wichtig jetzt für uns alle hier. Du könntest das zu einem der denkwürdigsten Streams machen, die wir je hatten, wenn du keinen Hunger am Ende hast. Ich soll den Sandstrahler hier benutzen. Wo kommt der denn dann rein? Muss ich mit der Pausenfunktion darüber laufen? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. Aber das bringt mir irgendwie nicht so viel. Moment, wo war denn das gerade? Ach so, ja, das verhält sich wie Lava, so muss ich denken. Ja, ich habe gerade nach einem Anschluss gesucht für den Sandstrahler. Toolshed hat, was du brauchst. Genau die richtige Dosierung. Geiles Ding! Damit machen wir auch Biomüll weg. Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür. Aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Der Sinn von Treppen ist doch, dass man keinen Strom braucht. Wenn der Generator da läuft, geht die Tür zur Treppe auf. Also irgendwie ist Mephisto nicht ganz so der beste Wissenschaftler, habe ich das Gefühl. Atas, wir brauchen Hilfe. Chaos! So ein feiner Lakai. Auf geht's. Wuhu! Ciao! Ja, die Laser da drin sehen trotzdem ein bisschen böse aus. Moment. Pausenfurz. Und dann nehmen wir das mal mit. Ich habe die Batterie rausgezogen, aber dadurch ist plötzlich alles ausgefallen, offenbar. Okay. So geht's nicht? Na gut, dann müssen wir es halt umschmeißen. Wenn er nicht Diabetes hätte, wenn das nicht einmal ein Joke in der Serie gewesen wäre, hätten sie Scott Malkinson niemals zu einem größeren Charakter gemacht für das Spiel hier. Ich sag's euch, Leute. Okay, und nu? Kommt er so nicht rauf. Jetzt kann ich das Ding hier vorbeiziehen. Verstehe. Und danach muss ich das mit dem Furz wieder umdrehen. Was mich eher gerade stört, ist, wie komme ich da rauf? So geht's ja nicht. Na, werfen wir das Ding jetzt mal wieder zurück.
Ah, auf dem Ding selbst ist eine Leiter. Okay, jetzt sehe ich's. Ja, genau. Jetzt geht zur Treppe und dann runter in den dritten Stock. War klar, dass wir hier ein Drogenfläschchen finden müssen. Hätte ich mir auch denken können. So, kommen jetzt schon die bösen Sechsklässler? Okay, jetzt an meinem toten Sohn vorbei. Weiter nach Westen. Oh je. Keine Tierversuche mehr. Unmenschlich, Tiere sind auch Menschen und der Rest war zu schnell weg. Die Überreste von deinem toten Sohn? Aha, aha. Oh, hier gibt's Viertklässler. Oh shit. Mutant Sixth Graders. Hey Jasper, komm her, Alter. Hier gibt's Titten zu sehen, Mann. Titten? Ich will auch Titten sehen. Wo? Das war irgendwie Glück. Denn so ganz allein hätte ich den sicherlich nicht besiegen können. Au, Backe. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Oder haben die Bodenleuchten irgendeine Relevanz? Moment, wir speichern mal ganz kurz, bevor ich jetzt sterbe und naja... Da sind offenbar irgendwo Titten zu sehen. Da sind Sechsklässler. Und da ist Grütze. Hm. Und du? Wirklich? Fährst darauf ab, weil da irgendwie die Anatomie zu sehen ist. Das ist das einzige Argument bei dir gerade. Ah, ich muss ihn von rechts nach links leiten anscheinend, weil da Knöpfe sind. Okay. Wow, das ist jetzt interessant von der Rätselmechanik her. Bewundert keiner deine Fressleitungen oder meinst du Leistungen, Melli? Bin gerade irritiert, was ich jetzt da... Warum soll ich... Was soll ich bewundern? Das musst du mir erklären. Ich bin verwirrt. Oh Mann, jetzt steckst du ganz schön in der Klemme. Komm her, Kleiner. Oh, wow. Das schaffst du schon, ansonsten verrecken wir alle. Ja, das Übliche halt. So, theoretisch müsste ich doch den Kanister da rausziehen können, vermute ich mal. Nee, kann ich nicht. Okay, wofür ist er da? Ich soll den wegmachen, aber was bringt mir das am Ende? Toolshed, der Richtige für jeden Job! Geht doch! Okay. Ah, ich kann es dann aufmachen. Oh, wie öde. Ich dachte, ich muss das Ding bewegen und irgendwie als Falle gebrauchen oder so. So, hier oben komme ich nicht lang. Ich muss unten lang. Kann ich den auch so ablenken vielleicht? Wenn ich den betäube? Weil die sehen mich. Da geht gar nichts. Ich muss wahrscheinlich die... Bilder aktivieren. Das heißt, ich muss da oben den Schalter aktivieren. Ah, mit der Pausefunktion. Okay, das kriegen wir hin. Wieso soll ich zur Schule? Ich hab doch meine Ärsche. Da hört jetzt, Leute. Mehr Ärsche für weniger Schule. So funktioniert diese Gleichung. Tada! Und es werde Titten! Hilfe. Okay, er ist nur ein bisschen aufgerückt. Dann ist okay. Genau, streite dich um die Titten. Ist okay. Du wiederholst extra für mich, Melli. Okay, ich musste gerade so circa 300 Gramm Rinderminutensteak essen, weil sonst schlecht geworden wäre. Also ich glaube, ich werde keinen Hunger mehr haben. Ja. Rinderminutensteak ist eine nette Idee. Damit komme ich klar. Schule ist für einarschige Homos.
Jetzt kann ich mich hier oben lang schleichen. Moment. Da ist auch wieder ein Knopf, den ich vielleicht lieber auch mit der Pausenfunktion kurz drücke. Weil ich nicht weiß, ob die Herrschaften auf mich reagieren, wenn ich versuche, da jetzt gleich reinzulaufen. Aber schön, dass die Panikknöpfe in diesem Laden hier nicht Ärsche oder so zeigen, sondern Brüste zeigen. Warum auch immer. Was mache ich mit denen da? Sind die abgelenkt oder... Du hast schon Titten geklopft. DNA gefunden. Mörderische Neigungen. Okay, Moment mal. Nein, das war das Falsche. Da wollte ich hin. Die vorletzte DNA, würde ich sagen, weil dann nämlich der Katalog da oben voll ist. Mit diesem Strang wandelst du auf Messerschneide. Du richtest mehr Schaden an, bist schneller, dafür sinkt deine Gesundheit. 25% Muskelkraft mehr, das wäre richtig krass für so einen Stärkecharakter, der durch die Gegend latscht wie so ein Rambo. Und 4 Bewegungen, heilige Scheiße. Bringt mir leider gar nichts, aber dafür ist die Götter-DNA auch ziemlich krass. Gibt's hier Tittenheftchen? Nein, gibt's nicht. Ich glaube, ich komme mit der Pausefunktion aber an denen vorbei, oder? Wenn ich jetzt versuche, mich einfach durchzuschleichen, das könnte klappen. Nö, keine Türen benutzen. Kann ich einfach mit dem Furz betäuben und dann vorbeilaufen? Oder muss ich die wirklich bekämpfen, weil es ist Stufe 800, das könnte klappen. Der geht ja gar nicht drauf. Kannst du mir das einen betäuben? Ja, los, beweg deinen Arsch! Der rechts kommt wieder rangelaufen. Aber wahrscheinlich sind weniger im Kampf, wenn ich sie jetzt herausfordern würde, vermute ich mal. Kann ich sie vielleicht kiten und mich dann da durchschleichen? Weg da, Penner! Na, da kommt auf mich zugelaufen. Und der Linke bewacht die Tür. Na gut, dann versuche ich einfach mal mein Glück mit dem Kampf. Hallo Pennysel! Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Die vielen Ärsche des Dr. Mephisto. Du bist zu einer wunderbaren thematischen Vorstellung offenbar gerade reingekommen. Dann ist die Frage, kann ich den mit dem blauen Hemd hier vielleicht noch ablenken irgendwie? Ich glaub's Titten. Offenbar nicht, nein. Titten! Titten! Ja, nicht Pedo, LeBraun. Netter Versuch. Mann, ich versuch mal den da. Ja? Der hat mich gerade erwischt gehabt. Moment. Ja, komm, lass mal den Erstschlag. Ausnahmsweise mal für das allererste Mal im Spiel. Die Kombo war schon nicht schlecht, aber ich tausche Toolshed aus, wenn ich jetzt schon im Nachteil bin. Und zwar gegen Wondertweak. Olé! Na, ich tippe mal lieber in den Nahkampf gleich reingehen. Können wir so lassen. Oh, wow. Holy shit! Ich kann Glubs auf die Tenten freimachen! Du hast mir gar nichts zu sagen! Ich will Titten glubschen! Titten sind für alle da! Sehr gut. Wenn wir was dazugelernt haben, Leute, dann Titten sind für alle da. So, was ist mit den Dingern hier rechts? Was bringen die? Was ist das? Ist es einfach nur wieder Kaboom und so? Oder, Ja, schön. Gut, der Kerl steht zwar jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht kann ich einen von denen mind-controllen. Das sind ja offenbar irgendwelche explodierenden Killer-Dinger. Von daher, dann schnappen wir uns doch mal den Kerl da. Und hoffen, dass seine Kamikaze-Schweine-Sechsklässler jetzt gleich auf ihn losgehen. Du kannst ja die riesig an! Nee, noch nicht. Aber vielleicht gleich. So viele, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Da! Super Craig glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuch's. Genau, glaub an dich! Ein Sturm zieht auf! Der war nicht schlecht. Ihr kleiner Pisser!
Oh Gott, was sind das für Missgeburten? Hier ist alles scheiße. Oh, die kommen weit. Will ich es zurücksetzen? Ne, lassen wir mal. Stopp, Viertklässler! Das wird euch wehtun. Den Viertklässler habe ich fertig gemacht. Ja. Ich mache gerade eine Menge durch und dich hauen zu wollen gehört dazu. Bin ich endlich dran? Danke. Was hat jetzt gerade mit den Teslas gebracht da drüben? Oder schockieren die nur, wenn man reingeschleudert wird, dann bekommen sie einen Schockzustand. Das könnte halt auch sein, weil die Typen wahrscheinlich sehr viel mit Rückstoßangriffen arbeiten, würde ich vermuten. Das könnte Sinn machen. Okay, dann versuchen wir das mal auszunutzen. Da unten ist unser Mind-Controlled und dadurch kann ich den da nämlich festsetzen, wenn ich das jetzt mache. Das klingt gar nicht so schlecht. Obwohl, wisst ihr was? Ich meine, wir haben doch mal wieder so einiges an Drogen mit dabei, oder? Wozu zum Teufel dient dieser Raum eigentlich? Ich meine, damit würde ich auf jeden Fall so einige von denen treffen. Aber es wird, glaube ich, nichts anderes verursachen, oder? Oh, wir haben noch gar nicht die Fähigkeit von Classy gesehen, Leute. Wie wär's damit? Wie wär's, wenn wir eine Runde Classy rufen? Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Oh doch. Ja, Bitch, du bist tot. Das habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Und tot sind sie erst recht nicht. Ziel erfasst. Aber gut. Mit dem Schwanz am C, Moment. K-L-S-I. Mit dem Schwanz am C, was das L in den AAS fickt. Oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich, war es. Das muss man sich auch mal merken können. Gerade an die Synchronsprecher. Moment, der Kerl ist da auf meiner Seite. Oder wo steht denn der? Lehrer sind doof! Hat er gerade gesagt, Lehrer sind doof? Das klang irgendwie sehr verzerrt. Aber okay. Ich kann leider nicht dazwischen durchlaufen. Tupperdose ist nicht gerade sehr, lauffähig. Ich habe keinen Rückstoßangriff gerade mehr übrig. Aber ich kann sie blockieren so ein bisschen vielleicht. Viertklässler sind Homos! Wenn ich mich mit irgendjemandem tausche. Mit wem will ich mich tauschen, ist dann die Frage. Ich glaube mit dem da. Aktiviere Schnelltausch! Kacke, verdammt! So. Das Schwein kommt als nächstes dran. Das will ich aber in die Luft jagen, bevor es irgendwas Böses anstellt. Das ist fast schon, ich muss es dann in die Luft jagen. Melly, warum erwähnst du gerade Kappes sexuelle Orientierung? Hatte nichts mit Classy zu tun in meinen Augen und Ohren. Ich soll das Ding besser in die Luft jagen. Aua. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. So, und wenn ich jetzt theoretisch... Ach so, stimmt. Ja, Kapp ist definitiv kein Homo. Da hast du natürlich recht. Diese Beleidigung geht definitiv ins Nichts. Die Sache ist, mein Mind-Control wurde jetzt gerade aufgehoben. Aber wenn ich den Kerl hier vor mir einfriere, dann ist Tweak für die Runde eigentlich sicher, weil da keiner rankommen kann. Warum haben wir für Homos eigentlich nicht eine Mikroaggressionstrigger bekommen? Erzählt mir das mal, Leute. Das ist irgendwie auch voll unfair und so. Okay, der kann rüberspringen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ist nicht schlimm. Noch geht's alles hier. Ja, die wollen mich halt in Gegner reinprügeln, wenn sie können. Oh, bin ich dran? Ja, bist du. Wenn ich dich ramme, das ist nicht schlecht. Irgendwie fehlen die Anzeigen, Leute. Seht ihr das? Wenn ich auf den Typen ziele, auf den braunen, dann kriege ich keine Anzeige. Wenn ich das hier mache, dann sehe ich, wie viel Schaden ich mache und wie viel die Statusveränderung, die ich zufüge. Scheiße, beeil dich, Greg! Ich hasse es, wenn du das tust! Ich bin soweit, wenn ich soweit bin. Ja, Ping-Ping muss ich mal ein bisschen Mühe geben hier. Das war gerade irgendwie ein ziemlicher Downfall.
Sind die beiden da schlimmer? Ja, irgendwie schon. Ich denke mal, ich kann einen von den anderen beiden gleich mind-controllen. Dann mache ich das lieber hier. Ah, ich sehe keine Schadenszahlen, weil Token da blockiert. Verstehe. Okay. Und vielleicht lieber einen Spot sogar? Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch an? Wenn ich den da verspotte, habe ich einen Safe auf mich drauf. Oder den da, der kommt nicht an mich ran. Das wäre auch clever, glaube ich. Versuch's doch, Wigbert. Wigbert! Ich fresse eure blöden Viertklässler fressen! Ich lasse es jetzt krachen. Belo, Werbung, böse. Und so. So, so der ist gerade aggro. Aber dann schlage ich euch halt quer in alle Richtungen, würde ich sagen. Super Tornado! Ah, ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr zur Schule geht! Schule ist so doof! Wie der eine so eine super hohe Stimme hat und der andere. Schule ist doof! So, ich schon mit Effekt noch dazu. Das klingt so falsch. So, kann ich hier. Moment, ich kann hier stehen, ne? Ja, nehmen wir den in Mind Control. Vielleicht, ja, genau. Und dann kloppt er danach auf jemand anders ein. Finde ich gut. Hey, unfair! Oh je, Melly hat noch Hunger, Leute. Der Tag ist gelaufen. Ich brauche wirklich ein Fake-Stream-Ende für euch immer noch, meine Güte. Ich mache irgendwann noch ein Fake-Stream-Ende, genau für solche Momente. Stream ist durch, Melly hat wieder Hunger, wir können alle nach Hause gehen, ihr habt's gehört. Machen wir mit Yaoi eigentlich mehr Schaden, weil es Sechsklässler sind? Die verstehen noch nichts davon, oder? Du meinst, du hast Appetit darauf? Naja, na denn, okay. Na gut, dann machen wir nochmal Verwirrung. Machen wir doch mal Verwirrung. Honda Freak, Tweak. Oh yeah. Du bist definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort. Ah, stimmt, er kann das machen. Aber oh, ist nicht schlimm. Das ist schon eher. Das lassen wir mal. Das macht ein bisschen viel Schaden. Zug gelöscht. Macht euch bereit. So, wo waren wir? Dich kann ich da reinchargen, wenn ich möchte. Da kann ich niemanden treffen, da kann ich auch niemanden treffen. Also bist du der Einzige, der mir hier auf den Sack gehen könnte. Tschüss. Mega Faustschlag. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Erstaunlich, wie halt dieses Gimmick des Kampfes, diese Generatoren im Hintergrund praktisch nie zum Zug kommen so richtig. Ping, ping, komm, benimm dich. Du warst so gut am Anfang heute. Ich kann ihn wegkicken. Ah, das geht. Neutralisiere! Und schmeckt die Schoki denn, Melly? Jetzt kann ich ja mal live nachfragen, ob die Schoki denn schmeckt. Das würde mich ja freuen und so. Na, da komme ich nicht hin. Kann aber einfrieren, theoretisch. Ja, der da oben ist beschäftigt wahrscheinlich, also frieren wir den hier einfach rein. Die schmeckt, das freut mich doch, siehst du? Kackscheiße! Habe ich also mit allen Sachen perfekt den Geschmack getroffen. Das ist Wunderbärchen. Dann bin ich für den Rest des Jahres ja jetzt zufrieden. Beziehungsweise, nein, bis zu deinem Geburtstag. Dann muss ich neue Zufriedenheit versuchen aufzubauen. Zu finden, hinzubekommen. Ich habe da schon eine Idee, glaube ich. Muss ich mir dann mal schauen, ob man das umsetzen kann. Ja, cool. Eingefroren, dann wird jetzt gleich der Mind-Controller da drauf kloppen. Feind am Boden. Rums. Du bist auch eingefroren. Ich fall gleich um vor Kälte. Du hast viel zu viele Haare, als dass der kalt ist. Halt die Klappe. Faust in die Fresse? Ah, an den komme ich nicht ran. Das heißt, Tweak ist leider wieder nutzlos. Tweak ist wieder nutzlos. Melly, das macht nichts. Bei meiner Idee brauchst du nur Internet. Und das wirst du so schnell, glaube ich, nicht loswerden. So. Ich komme schon wieder an keinen ran. Na gut, dann tauschen wir halt die Leute mal so rum, dass ich irgendwo rankommen könnte. Nämlich so. Her mit dir! Deine Eltern fragen mich nie, was ich will! So, und theoretisch.
Der da kommt zuerst dran, hat auch mehr Lebenspunkte und bekommt Knockback-Schaden. Kein bunter Arsch! Ich bin es, Wondertweak! Kann ich auch mit dem Blitz treffen? Nein, er steht nicht perfekt dafür. Ansonsten kann ich nur heilen, weil ich Cooldown habe aufs Einfrieren. Und keiner braucht so wirklich diese Heilung. Da-dum. This is mucho praktisch gerade. Mucho praktisch. Was am Arsch? Danke, Mom. Melly, außerdem, wenn du umziehst, dann kannst du ja nur noch weiter nach Süden ziehen. Weil alle anderen Richtungen wären näher in meine Richtung. Taktischer Vorteil, Anachron. Kann ich dich verspotten? Ich habe jetzt halt nichts zu tun, ne? Hier kommt Tupperdose! Weil der Kerl im Mind Control ist. Okay, dann schieß halt dahin. So, kann ich den jetzt endlich angreifen? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann bleibe ich einfach hier stehen. Sturm zieht auf! Ich habe ja mein Ultimate für gleich ready. Für Viertklässler Abschaum seid ihr echt so, dann kann ich jetzt Melly nochmal extra den Tupperdose Ultimate zeigen. Und jetzt verwandeln wir uns wieder mal in den MK3 Mac. Das heißt, deine Eltern wohnen noch südlicher als du, oder wie? Oder glaubst du, deine Eltern werden nicht verraten? Dich nicht ausplaudern, wo du bist? Einmal. Zweimal. Mach gut. Ja, mach nicht super, so super viel Schaden. Nicht so super viel Schaden. Aber geschockt und danach dann halt festsetzen. Das Festsetzen ist gut, weil es auf großen Abstand passiert eigentlich. Lieber geschützt, und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass du nach oben feuerst. Aber gut, das ist wahrscheinlich sowieso nicht möglich. Ein Neko ist mal wieder da. Hallihallo, Neko. What's up? What geht? So, hier hin. Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. So, hier. Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen. Na, ich komme schon wieder nicht ran. Arg! Moment. Deep Freeze. Umhauen. Devil in Ice. Chill mal kurz, okay? Die Riesenärsche haben nicht gewonnen. Oh Gott, ein... Oh Gott, ein... Oh Gott, ein... Und die DNA. Und ein Level Up. Was mir leider jetzt kein riesen Upgrade gebracht hat. Schade drum, aber okay. Sehr gut, die Luft ist rein. Der Prozessor müsste direkt hinter der Tür sein. Wir sind gleich bei dir. Gleich. Crafting, habe ich da irgendwas Neues gefunden? Nö. Ach, verdammt. Die hatte ich ja hergestellt, bevor wir gegen Morgan Freeman gekämpft haben. Deswegen habe ich nicht den besseren Heil-Items im Inventar. Dann sollte ich das noch kurz ändern, bevor wir weitermachen. Nämlich den Taco Supreme kann ich jetzt machen. Können wir direkt noch den Crafting-Rang nebenher erhöhen? Vielleicht, jawohl. Maximales Crafting. Nice. Dürfte ein Achievement geben. Vielleicht, denke ich mal. Könnte sein. Und der letzte DNA-Slot, den wir bekommen haben, ist die Gorilla-Zähigkeit. Werde zum krassesten Tank aller Zeiten mit diesem DNS-Strang aus Arsch-Gorilla-Anus-Gewebe, einem Wunderwerk der Genforschung, das Unmengen von Schaden einstecken kann. Plus 20% Gesundheit, 30% Stärke, die Bewegung bleibt sogar auch gleich hoch. Auf 3, also keine Abzüge zumindest. Ja, aber dafür halt etwas weniger Mumm. Ich hätte jetzt gedacht, weniger Hirn, weil Sechsklässler, aber okay, dann halt nicht. So, was habe ich noch bekommen? Genau, den Schließmuskelplex. Wenn die Kraft eines Arsches nicht ausreicht, dann rüste den Schließmuskelplex aus, um mir die mehrärschige Bioenergie zunutze zu machen. Ja, genau. Plus 4 Gesundheit. Will ich irgendwas davon tauschen?
Will ich irgendwas davon tauschen? Ich habe da so harte Zweifel dran. Irgendwie. Ja, dieser Rückstoßschaden, 26% ist nicht so übel. War irgendeines von den anderen Sachen hier dafür richtig schrottig? 4% Statuseffektschaden. Und hier plus 6% Statuseffektschaden, aber ich verliere ein bisschen Rückstoßschaden. Das ist gar nicht mal so doof. Dadurch tausche ich nämlich das eine gegen das andere. Das finde ich gut. Verdammt, ich kann die Brüste nicht mehr wegmachen. Ganz ehrlich, auf so ein Bild von Brüsten sind die gerade abgefahren, die Sechsklässler. Also, ist ja fast schon zum Fremdschämen. Nur fast. Naja, Gott sei Dank. Der Kerl ist total verrückt geworden. Cartman, du blödes Arschloch, was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese... Oh, fresse, Kuhn. Bald wird diese Stadt dich und die Kuhn-Freunde los sein. Wir sind die Freedom Pals, du Spast. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du Krankes? Ist das nicht offensichtlich, Kuhn? Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen. Die Verbrechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich geiler Plan, oder? Profit! Alter, schnell! Mach ein Selfie! Okay. Ah! Coole Idee! Ja, ich hab ein Selfie. Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach nein, ich hab Wunderarsch-Follower. Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt. Aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein. Ja, aber alle Follower werden jetzt den Plan auch sehen bekommen. Mit dem Hauptprozessor. Mist, wieso habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Ja, hör auf, Zeit zu verschwenden. Hey! Hört auf, mich zu ärgern. Hier herrscht einfach zu viel Chaos, Leute. Melly, wo ist nur Juna, wenn man sie mal braucht, ne? Wir kommen hier rauf. Hör auf zu heulen. Hast du ein Selfie mit dir? Ich hätte mir diese App zur Prozessorsteuerung auf mein Telefon laden sollen. Was? Jetzt aber Dalli! Geht nicht. Die Mobile hat hier kein Netz. War ja klar. Die Mobile hat hier halt kein Netz. Tja, ja. Buch zu mehrärschiger Biologie. Mephesto Technik Handbuch bekommen. Okidoki. Nö. Hier scheint gerade sonst nichts mehr zu sein, offenbar. Na gut, muss ich jetzt links oder rechts lang eigentlich? Ich glaube, von rechts bin ich doch gekommen. Oh, hallo. Was ist rechts der Rückweg? Ich will es nur kurz nochmal checken, um sicher zu gehen. Keine Sorge, Mokito. Ja. Wir sterben hier drin schon nicht. Wir kommen hier rauf. Halt die Klappe. Heul, Soße. Keine Sorge, Mokito. Wir sterben hier drin. Erstmal die Güllegrütze hier wegbratzeln. Das klang gerade nach drei falschen Worten auf einmal. Denn falls du es hier siehst, ich liebe dich. Ich sag Mom Hi von dir. Wow. Ja gut, seine Mom war ja gestorben bei einem gewissen Toilettenunfall. Von daher, ja, ich weiß, warum das so steht. Geht doch! Ich tippe einfach mal ganz stark, das wird dann das Finale sein. Nukleus-Anzug und Nukleus-Maske. Na, ich habe das Gesicht zu verstecken, wäre sicherlich nicht verkehrt. Also noch mehr verstecken als jetzt schon ist, weil jetzt kann man noch mal noch den Skin sehen. Auf und davon! Stopp, bereit! Bitte nicht! Ups, bin tot. Irgendwie habe ich das Gefühl für diese Tasten verloren, für diese Momente, für diese Events mit dem Drachenfliegen. Peng, peng. Meine Güte, heute geht's wieder, ey.
glaube, ich muss unter der Woche mal wieder einen Mecker-Anruf bei der Telekom starten, dass die Leitung einfach nicht stabil ist. Weil darum, wie so üblich. Schon wieder? Lass ich gerade zu spät los oder was ist da los? Immer dieses blöde Noise-Scan. Okay. Dann mal los! Zu spät! Nächster Versuch! Zu spät! Muss früher loslassen, offenbar. Oder haben sie das Event hier ein bisschen schwieriger gemacht als die anderen? Da ist es eigentlich sehr, sehr easy gewesen. Dann mal los! Nee. Bitte nicht! Das war jetzt viel, viel früher losgelassen, das hat nicht funktioniert. Wow. Das Event hier ist... Obwohl, nein, halt. Ich sehe schon wieder. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Du machst diese Sprünge und denkst dir, wo ist der Fehler? Der Fehler ist, dass ich wieder irgendwas anderes hier in dem Raum machen muss. Vorher nämlich. Damit das überhaupt funktionieren kann. Das wird aber nicht angezeigt zum Teufel. Chaos! Jetzt hab ich dich, Kleiner. So, Kleiner. So, was löst das jetzt aus? Wirklich? Das ist etwas zu naheliegend. Und geschweige denn, da unten sieht es doch aus, als könnte man da irgendwo landen, oder? Ist nicht so, als wäre da unten gar nichts gewesen. Da war weiter links ein bisschen eine Fläche, glaube ich, wo man landen hätte können. Sah zumindest für mich so aus. Startbereit! Ja! Das warst du wirklich drauf. Ich kann mich in anderen Gebieten durch die Luft furzen. In der Lufthöhe gewinnen. Und jetzt muss ich hier einfach nur eine Tür runterlassen, damit ich praktisch mich davon abstoße? Warum? Bei anderen Gelegenheiten kann ich das in der freien Luft machen. Mitten im Flug. Aber hier nicht, oder wie? Und hier unten kann man... Alter, bist du wirklich... Bist das dein Ernst? Du bist von da oben, kannst du nicht hier einfach ein Stückchen weiter links landen? Jungen sind niedlich, wenn sie weinen, was? Sorry, not sorry. Wer ist diese Wendy, von der du redest? Kennen wir eigentlich unsere echten Namen hier? Meint wahrscheinlich Mosquito. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen in den Raum, ne? Was denkt denn die Mädelheit hier im Chat? Ist es süß, wenn Jungs heulen? Was willst du denn hier? Fusco weitermachen, okay. Dann mal los! Wow, wow! Okay. Wir haben's geschafft! Bis dann! Das war etwas leichter, weil es nämlich diesmal funktioniert hat. Komisch, aber wahr. Na Leute, ich entschuldige mich, aber Ping Ping hat gerade wieder so sehr viel Luft mitzuspielen anscheinend. Diabetes zur Rettung! Aus dem Weg! Bis denn! Na los, komm, rein da. Kann ich nochmal einkaufen? Ja, kann ich. Ich könnte ja Heil-Items kaufen, wenn ich sie dann brauchen würde. Sieht alles gut aus gerade. Viertklässler sind scheiße! Oh, anscheinend sind die ganzen mutierten Tiere ausgebrochen. Ups. Hi! Tschüss! Keiner Knall mehr nicht. Ratten-Sechstklässler oder wie? Das sind mutierte Sechstklässler. Und sie sehen hungrig aus. Lasst euch nicht fressen. Das sagst du leichter, als es wahrscheinlich ist. Das Glas sieht zerbrechlich aus und da ist irgendwas. Nein, nein, geht mal weg. Geht mal weg. Du brauchst mir nicht zu folgen. Ich gehe wieder. Okay. Ich komme nicht ganz so nah rein. Ich klopfe das Ding hier auf. Das bringt aber auch nichts. Na, Moment, ich wollte mal speichern hier wieder.
Wann kommt ihr an mich ran? Was habe ich eben hier gescannt? Da ist doch eben mein Icon einmal umgesprungen, als ich hier die Maus drauf gehalten hatte. Und jetzt ist das nicht mehr der Fall. Dann kommt er schon angelaufen. Ja, und der steckt schon auf mich zu. Müssen die einfach kiten? Na, ganz so einfach kann es eigentlich nicht sein. Moment, ist das ein Riss? Ich weiß es nicht. Bin gerade so leicht überfragt, was ich da machen soll, um diesen Kampf zu erleichtern. Weil wenn sie mich nicht direkt in den Kampf reinschicken, dann kann ich den eigentlich irgendwie überbrücken, würde ich sagen. Wahrscheinlich das Ventil da hinten. Na gut. Lenken wir dich mal hier ab, gehen hier dran vorbei. Und was hat mich jetzt gerade getroffen? Hä? Na gut. Ja, aber ich will Tupperdose wieder raus haben. Der macht nicht ganz so viel Spaß. Wetter Chaos! Yay, Party! Pass auf die Gitter auf. Ich habe sie so gestaltet, dass sie abnehmbar sind, falls was von unten angreifen will. Warum? Ja. Na gut, dass du dich da drauf stellst. Finde ich toll von dir. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Idee, was hier passieren wird nachher. Verdammte Hacke. Das Blöde ist, ich kann jetzt nichts gerade dagegen machen. Moment, dann machen wir das anders. Dann übernehmen wir einfach die Kontrolle über dich. Will jemand erraten im Chat, was gleich passieren wird? Ich hatte so eine gewisse Vermutung. Gut, das mit Tweak jetzt müsste ich festfrieren können. Super Craig glaubt an dich, also wir verschieben. Okay, ich versuch's. Ihr Viertklässler haltet euch für schlau, weil ihr in die Schule geht. Arr, Schule ist doof. Ich halte mich nicht schlauer wegen Schule, sondern weil ich kein viereckiger Mutant bin. Okay, 2,50 für Zementarbeit und 3,50 für Killerjob. Okay, klingt dir fair. Okay, und jetzt? Halt mal da stehen. Ich hab Zeit. Komm her, du Knirps! Ja? Die Wände so zu isolieren, dass keine Schreie mehr nach draußen dringen können, war nicht billig. Ah, und jetzt wechselt das Muster. Okidoki. Oh, das ist aber nicht schlimm. Voll weg haben's. Ja. Craig sagt einfach, was er denkt. Mir frieren gleich die Nippel ab. Besser als die Eier. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress, den werde ich jetzt dann hier abbauen. Hey, lass ihn in Ruhe. Keine Panik, Tweak. Das habe ich kaum gesehen. Okay, er spürt als nächstes meinen Zorn. Ja. So läuft das in der sechsten, du kleiner Pisser. Ein Film macht hier gerade wenig Sinn. Ich kann auch nur das Feld tauschen mit einem. Ja, verdammt, ich sollte besser schnell machen. X, einfrieren. Besser als wenn gleich jemand irgendwo drinsteht, wo er nicht drinstehen sollte. Du viel Druck! Ist egal, irgendwen heilen und jetzt gleich ihn da rausbringen. Was am Arsch! Für dich! Macht euch auf Schmerzgefahr! Komm her, Penner! Da hätte ich aber ein paar mehr Animationen leisten können, dass es besser aussieht, finde ich. Geschieht dir recht, du Arsch! Kinder, jetzt Owen? Ja, gleich. Gleich Mexikaner-Power. Zur Rettung! Na, ja, das bringt mir nichts. Komm her, Viertklässler! Au! Was gezuckt? Vergiss nicht die Verärsche, Melly. Das ist ganz wichtig hier bei dem Thema, bei dem Spiel. Darauf legt Mephisto sehr viel Wert. Jetzt bin ich sauer. Ha, ein Sturm zieht auf.
Perfekt. Ja, jetzt kann ich einfach warten eigentlich. Auch hier auf der rechten Seite, falls ich mich irgendwo anders hinstellen muss. Mexikaner-Power, du musst warten. Einen Moment. Komm her, Vielklässler! Auch wenn die Viecher alle tot sind, hatten sie echt ein Händchen für Chaos. Ich wisch mir mit euch Vielklässlern die Arsche ab. Oh je, mehr von der Sorte. Moment. Soll das etwa wehtun, Vielklässler? Das ist nur leider kein Vielklässler. Tschüss, Mexikaner, tschüss! Das sind keine Sechsklässler, das sind Mini-Popel! Also los! Moment. Ah, ich habe ja nicht genug Reichweite. Ich habe nur für 2 Reichweite. Na gut. Ultimate! Bester Ultimate im Spiel! Fighting Love! Scheiße, beeil dich, Greg! Ich hasse es, wenn du das tust! Ich bin soweit, wenn ich soweit bin. Sekunde. Eigentlich nein. Verdammt. War blöd von mir. Das habe ich gerade fast nicht bemerkt, wo der Fehler war. Ich bin dran! Ich bin dran! Ja! Das ist knapp. Das wird knapp. Danke, Mom. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Für Chaos! Vielleicht habe ich ja Glück und sie versuchen noch anzugreifen, sie auf die Flächen draufzustellen. Ja, schade. Aber nicht super schade. Fick dich, Stachelschwein. Moment. Du kannst da stehen bleiben. Du bist da super gut aufgehoben auf der Fläche. Sorry wegen des Zugs. Schluck das, Vielklässler! Oh je, ein Feilregen. Blöder, ein arschiger Blödarsch! Ich bin dran. Hat er mich gerade beleidigt mit blöder, einarschiger Blödarsch? Das finde ich aber nicht nett von dir. Ich hab was für dich. Ah, meine blöden Eltern interessieren sich nur für meine Hobbys. Hier kann ich einmal das Tauschen machen, damit er weiterhin auf der Killerfläche bleibt. Das war dumm von mir, weil stehe ich auf der Killerfläche. Dummkopf! Oh, jetzt bist du fertig. Bin zwar unsichtbar, aber nicht unverwundbar. Verdammt, Hacke. Oh Mann, bin ich dran? Dann bleib wenigstens du da stehen. Vielleicht kriege ich die Runden schnell genug durch, dass ich meinen Charakter nochmal in Sicherheit stellen kann. Das wäre cool. Kackarsch! Hier, komm ich, Leute, macht Platz! Das ist ja gar kein einarschiger Arsch, sondern Manuel Neuer. Ich glaube, Manuel Neuer hat auch einen einarschigen Arsch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Melli, aber ich glaube schon. Müssen wir beim nächsten Mal fragen. Wo bleiben die Mikroaggressionen? Ah, oh mein Gott, nicht super Krieg! Durchatmen, Wondertweak. Du bleibst da stehen und ich warte hier. Perfekt. Nee, nicht ganz, da oben wird auch nichts abbekommen, aber ist egal. Lieber einmal den Countdown abwarten. Komm her, du Knirps! Perfekt. Kann ich herzlich wenig machen gerade. Dann beenden wir mal da die Runde. Ja, Spiel. Das Wetter schlägt Dank. Um! Da könnte ich sogar fast treffen, aber eben noch fast. Ihr seid verloren! Rufen wir mal den Mexikaner mal wieder her. Die Zeit läuft, Lakai! Der Arsch von Manuel Neuer ist so geil, der zählt wie 2. Ah ja, okay, Mandy, okay. Au! Finger weg von meinem Krieg! Okay, ich bin dran. Gut, ich kann eigentlich draufhauen, ne? Weil. Mega Faust, Pacharoo. Was anderes macht gerade wenig Sinn. Jo, ich warte dann mal. Lehrer sind doof! Okay, kann dieser vielärschige Scheiß jetzt endlich mal ein Ende haben? Ich poliere euch die blöden Viertklässler-Fressen! Noch mehr von denen. Wo waren wir gerade? Ich glaube, da. Na, das sagt man doch nicht. Den musst du jetzt mein Controller und das Männchen machen. Ha! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Komm ich da irgendwo ran? Nein, komme ich nicht. Also lassen wir das lieber, weil das bringt mir jetzt gerade relativ wenig da ein Ultimate anzusetzen.
damit meine Gegner ins Chaos hämmern. Blöd ist, ich kann hier auch nichts machen. Von daher werde ich jetzt wahrscheinlich gleich drauf gehen. Loco Americanos. Lehrer sind tot. Und tschüss. Ja, sogar mit zwei Charakteren. Nicht so gut. Ah, ich kann mit dem Mexikaner nichts machen an der Stelle. Verdammte Hacke. Kann ich hier irgendwo ran? Ja, hier komme ich an viele ran. Sehr gut. Beim dritten Mal wird es leicht langweilig vielleicht. Aber nur vielleicht. Miau. Nee, du machst zu viel Schaden. Gott sei Dank! Cuidado, amigos! Oh, der Dachs sieht aber sauer aus. Sehr schön! Hey, 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 hey. Scheiße für dich! Ich mach euch Penner fertig! Ja! Nimm das, Viertklässler! So, Hauptcharakter Kappe und Tweak müssen wir noch umpositionieren, dann geht's aber. Dann machen wir es hier oben hin. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Tweak kann mal irgendwas heilen. Heilen wir ihn. Ja! Wonder Tweak! Danke sehr! So, lass mich mal ganz kurz schauen, ob wieder irgendwas im Hintergrund läuft. Ping Ping macht gerade gar keinen guten Job.